Traden ist gut und traden ist schön. 1. Oktober. Wir schreiben den 1. Oktober. Mein Gott, alle 14 Tage. Gell? Traden ist gut und schön, alle 14 Tage mit Freunden. Aber über das Trading zu reden, ist dann wirklich stellenweise manchmal besser, manchmal schöner. Und so haben wir, das ist jetzt das 43. Mal so gesehen, also auch beim 43. Mal liegt diesem Untertitel, was ist Lust und was ist Pflicht? Also so gesehen eine Bekenntnis zugrunde. Viele können das mittlerweile auswendig, aber es sind auch viele neue dabei, die eben niemand mit ein, wie sagt man, vereinen haben möchte, ja, Vereinnahmen, jedoch ja. alle jene mit einschließt, die sich in irgendeiner Art und Weise von dem Wir-Gefühl oder ja, einfach von dem Wir-Gefühl einer Markttechnik-Trader-Gemeinschaft, wenn es denn sowas überhaupt geben sollte, irgendwie angesprochen fühlen. So, und wenn ich Wir sage, dann ist das auch beim 43. Mal ein interessanter Haufen. Zu meiner Rechten der Flügelmann, der Jochen. Wir stellen uns gleich gegenseitig da nochmal ganz kurz vor. Und dahingehend mitunter interessant, weil wir hin und wieder dann auch nicht nur mit interessanten, stellenweise auch mal krassen Thesen um die Ecke kommen und doch selbst, wo wir da, und das darf auch bei diesem Webinar so sein, wir unterschiedlicher Meinung sind, zeigt das nichts anderes wie offen und mitunter auch kontrovers. Und so muss es halt auch im Börsenhandel sein, auch stellenweise dann unter Tradern stellenweise diskutiert wird. Kurzum, was kommt Genau. also in der Sprache? Das ist also unser Thema, auch wieder bei diesem Webinar. Wenn Trader unter sich ist, was treibt uns an? Was lässt uns nicht mehr los? Was lieben wir? Was hassen wir am Trading? Und was erzählt das alles über uns? Und für die, die neu dabei sind, ein kleiner Hinweis, was erzählt das alles über uns? Was wir zumindest nicht erzählen, ist das, wo morgen am Montag, also morgen, der Markt aufmacht. Ja, 3 Punkte höher, 3 Punkte Ja, genau. niedriger. Ich denke mal, es wird schon ein größeres Gap geben, aber da gehen wir Ja. jetzt mal gar nicht darauf weiter ein, weil das ist nicht unser Thema, sondern vom Ablauf her ist es so, wir tun jetzt also nicht die Märkte per se analysieren, sondern uns werden immer Trades eingeschickt, so auch heute, sodass wir 2 Trades miteinander durchsprechen, einen der Jochen, einen ich. Und dann wiederum haben wir immer ein interessantes Thema hinten dran, mal mehr ausufernd, mal weniger. Aber, und das ist wichtig, unser Ziel bei dem Webinar ist, dass wir halt immer mal ein kleines bisschen, so ganz gewiss vielleicht auch heute über den Tellerrand ein bisschen hinausschauen. Für den einen oder anderen ist es hilfreich für seinen persönlichen Handelsstil. Hin und wieder mal ein kleiner, manchmal ist es nur ein Nebensatz, manchmal nur eine Grafik, und dann ist schon alles gut. Und da hat der Jochen und ich dann auch im Grunde unser Ziel halt schon erfüllt. So, wie wird es werden? Wie wird es sein? Ach, hier steht es ja 43. Genau, haben wir. Jochen, vielleicht vorab ein paar Sätze zu dir, dann ein paar Sätze zu mir und dann im Grunde legen wir auch schon los. Genau. Erstmal ein herzliches Willkommen in die Runde, liebe Traderinnen und Trader. Bitte nicht verwundert sein. Ja, ich trage einen Hoodie, der mit Ihnen ausgefüttert ist. Ich bin schwer erkältet, habe einen grippalen Infekt, befinde mich auf der Wege der Besserung, will mich aber heute etwas wärmer einpacken. Falls ich kräftig husten muss oder niesen, schalte ich mich kurz ab und auch die Kamera. Da bitte ich um Verständnis. Ansonsten, die meisten werden mich wahrscheinlich kennen. Bin bekannt geworden innerhalb der ganzen, sage ich mal, Trading-Szene oder Broker-Szene durch ein Live-Trading-Webinar, was über viele Jahre hinweg regelmäßig ausgestrahlt wird, habe diverse Vorträge gehalten auf Messen, so jetzt auch auf der World of Trading. Daher kennt man mich, mein Spitzname ist teilweise Webinator und ich bin ein privater, ein sogenannter Retail-Trader. Das heißt, ich bin ein kleiner Trader, der mit seinem eigenen Geld auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko in den Märkten unterwegs ist und da auch nach wie vor aktiv ist und auch darüber auch Geld verdient. Somit kann ich aus der Praxis sprechen, speziell, wenn Sie auch einer sind, der eben nicht von der Bank kommt, der nie bei der Börse gearbeitet hat. Also ich bin diesen klassischen privaten Weg gegangen, was schwer war, aber dadurch kenne ich so manche Problemstellung und kann da manchmal helfend eingreifen. Und am allergrößten Vergnügen macht mir das natürlich an der Seite von Michael Vogt, der ja mehr oder weniger der Ideengeber ist für das ganze Webinarformat mit der Trade-Besprechung und der auch immer ein tolles Thema in der Regel als Schwerpunkt festlegt. Und an den gebe ich jetzt zurück, Micha. Der Jochen, ja, der Jochen, der ist oft auf Sendung, das ist gut, das ist schön, genau so ist es, gell? Das können wir selber mal als Thema machen, gell? Ja, ja, ja. Weil wie oft sind die Webinare mitunter halt viel zu früh zu Ende, was im Grunde Genau. halt diesen kurzen zeitlichen Ausschnitt Richtig. wenig repräsentativ ist für den Börsenhandel, aber so ist das halt. Da gebe ich dir recht, Jochen. So, 2 Sätze zu mir, zu meiner Person. Der eine andere dann eher vielleicht über das große Buch der Markttechnik oder die Buchreihe der Händler oder die Hörbücher hier, Gordon Gekko und so, lässt grüßen, mit dem wir das schön eingesprochen haben, oder vielleicht auch das Arbeitsbuch der Markttechnik, an der Stelle. Und in dieser Eigenschaft als Autor, aber eben auch als Berufshändler, hier habt ihr auch noch mal kurz meine Kontaktdaten, sind wir, der Jochen und ich, gebeten worden, eben jetzt hier über jetzt, ich weiß gar nicht, 2 Jahre, gell, ist es jetzt, Ja, so langsam ja. Webinare alle 14 Tage zu machen. Ihr werdet eine Aufzeichnung dazu finden, die ist nicht bei uns, die ist aber bei YouTube dann aufzufinden. Und
Im Wesentlichen geht es ebenso auch die Bücher ja von ihrem Inhalt und dem Jochen ja auch bereits schon gesagt, im Wesentlichen darum bei uns, ja, worum geht es eigentlich? Dass ein kleines bisschen es darum geht, nicht, wir haben ja nachher sogar selbst zum Thema, zu sagen, bitte handelt nur so oder handelt nur so, sondern im stillen Einvernehmen damit, dass ja jeder, wenn er eine Kundeneröffnung unterschrieben hat, sagt, ich will das selber machen, ist das auch der leidende rote Faden in der ganzen Webinarserie. Das heißt, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern jeder wird ein bisschen für seinen persönlichen Handelsstil das eine oder andere inhaltlich hier einfach mit rausnehmen. Und so hoffen wir doch auch vielleicht heute, dass ein oder andere sich bestätigt fühlen in der einen oder anderen Sache, zumindest doch aus Sicht der Markttechnik oder aber auch den ein oder anderen Hinweis für sich vielleicht mit aufnehmen. Wir sind nicht alleine, der Jochen und ich. Wir haben immer noch einen im Hintergrund, auch wenn er jetzt nicht mit dabei ist. Das ist WH Safe Invest. An daher schönen Dank an der Stelle. Und natürlich den Disclaimer, das heißt, die BaFin, die hört auch immer mit. Von daher sei es an der Stelle der Risikohinweis eingeblendet. Dadurch, dass wir keine Live-Charts haben, spielt das jetzt nicht so sehr die Rolle. Dennoch ist er da. In YouTube kann man Pause drücken, ist in aller Ruhe durchlesen. Und an der Stelle auch schönen Dank an die BaFin. Wer selbst investiert, ruhig mal mit draufschauen. Auf der Seite sind wirklich eine Menge tolle Programme, was die da mittlerweile haben. Und vor allem, man kann CFT, Future, Kassa und Terminmarkt halt zusammen handeln. Das können nicht so viele Broker, da kann man in aller Ruhe mal draufschauen. So, wir haben zwei Trades dabei und ein schönes Thema. Das eine Thema gleich vorweggenommen, das ergibt sich einfach aus dem, was letzte Woche stattgefunden hat, die World of Trading. Ja, genau. Da einfach mal inhaltlich ein bisschen rumwildern. Wie, wo, was. Und Jochen, willst du anfangen? Ja, komm, dann fange ich an. Ja, ist okay. Jochen, das heißt, also wir haben jetzt hier einen Trade. Ich tue den Jochen kurz als Administrator machen und dann gucken wir, was da fachlich eingesendet worden ist. Wir hatten bis eben noch gar keine Trades, sehr wenig. Und dann auf einmal wurden uns, keine Ahnung, zum Sonntag, bum, 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 hat die E-Mail nicht aufgehört, wurden uns ganz viele zugesandt. Sekunde, Jochen, ich muss... Du gehst auf Teilnehmer. Rollenwechsel, nee, Host. Host, ja genau. Du musst mich zum Host machen. So, jetzt, dann bist du es jetzt so eben. Ja, drauf. Genau, warte mal. Okay, und dann schnappe ich mir einen Bildschirm von mir. Wo habe ich ihn? Da ist es. Ja, ihr müsstet sehen, Trade im S&P 500. Hier ganz groß, kann man das sehen, Micha? Ja, sehr schön. Mhm. Und jetzt sehe ich es auch im Testbild. Ach, schau einer an. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an diejenigen, die eingesendet haben. Ich habe vorhin auch noch kurz zum Webinar, habe ich auch noch einen Trade zugesendet bekommen. Der kommt nächstes Mal dran. Ihr wisst, mit dem Datenschutz, wir dürfen die Namen nie sagen, machen wir nur die Vornamen, aber nochmal ganz, ganz lieben Dank für diejenigen, die einsenden und die, die ganz neu dabei sind. Nochmal, es geht hier um eigentlich eine Trade-Besprechung. Also sprich, dass Trader sich wirklich die Mühe machen, Trades, die sie gemacht haben, völlig wurscht, ob es Demo oder Echtgeld war oder auf welche Art und Weise, die festhalten, besprechen. Und einfach eine Hinterherbetrachtung machen. Und das so, dass ein Dritter es verstehen kann. So, und wir, der Michael und ich, besprechen diese Trades nicht mit dem Ansatz, wir sind die Allergrößten und wir sind alles besser, sondern wir gehen einfach durch, weil sich immer wieder Themen auftun, die sehr, sehr interessant sein können, ja, für diejenigen, die ganz neu dabei sind. So, und ich habe hier natürlich Microsoft Edge, was ich hasse. Keine Ahnung, warum das mit dem Ding hier aufgeht. Ich habe keine Ahnung, wie ich ein Vollbild hier hinbekomme. Warte mal, geht es so? Aber es ist okay, wir sehen sein Vollbild. Okay, ja, aber so ist, glaube ich, besser. Und ich zoome ein bisschen näher ran, sonst sieht kein Mensch was. Okay, und zwar ist es ein Trade. Gell, ist gut so, ne? Michael, ja. Ding so, ja. Trade im S&P 500, bisschen viel Text dabei, aber ihr wisst, ich gehe da rüber, sodass er mir nicht einschlaft. Am 29.07., also relativ zeitnah. Die Großwetterlage zeigt einen klaren Abwärtstrend. Genau, hier kann man ihn sehen. Und an der Stelle auch, ich habe den Trade nur ganz kurz überflogen vorm Webinar. Ich möchte ihn gemeinsam mit euch erarbeiten. Das heißt, ich weiß nicht, wie er ausging. Ich weiß es nicht Details. Ich habe es nur ganz grob gesehen. Ne? Die GWL zeigt einen klaren Abwärtstrend. Jawohl, da ist er. Wir sind unterm Vortagestief weit in der Bewegung. Also hier unten, warte, ich brauche mein Zeichenstift. Wo ist er? Da ist er. Also das hier ist der letzte Punkt 2 gewesen. Das ist die Bewegung des Abwärtstrends. Ne, da kommt von oben, kommt da der große. Und hier auch nochmal das Vortagestief, auch nochmal runtergerutscht. Ist also eine ausgedehnte Bewegung. Definitiv, ich sehe es genauso. So, und wie geht's weiter? Also Großwetterlage ist ein Abwärtstrend weit in der Bewegung. Bei diesem Satz, den ich nach dem Trade schreibe, wäre der erste Trade auch ausgeschlossen worden. Ein Hoch auf das Tagebuch. Ach, schau einer an. Also ein Lerneffekt. Ich klappe auf 5 Minuten und dann auf M1. Okay. Nochmal für alle, die das nicht kennen, Großwetterlage, Signaltrendlage, hier geht es nicht um Zeiteinheiten, es geht wirklich um die Trendgrößen, die wir hier sehen. Ihr seht, hier ist der große, hier unten ist noch ein kleinerer. Das heißt, wenn derjenige jetzt aufklappt, dann geht er eben auf eine untergeordnete Trendgröße, hat aber über die übergeordnete immerhin
eine Bewegungsphase. Jetzt bin ich aber gespannt, was er gehandelt hat. Im M5 übersehe ich eigentlich in dem Moment, dass eben ein neues Tief stark gekauft wurde. Hier unten. Warum auch immer, ob Stops oder Gewinnmitnahme der Shorts. Okay, also sprich, auch hier hat er einen Abwärtstrend. Nicht vergessen, die GWL ist weit fortgeschritten in ihrer Trendbewegung. Somit ist auch dieser Abwärtstrend nicht mehr der frischeste in diesem Zusammenhang. Jetzt bin ich echt gespannt, was er macht. Die GWL ist Short. Ich halte Ausschau nach einem Short-Einstieg. Ja, genau. Okay. Also, nett gemacht. Begründung für den Trade. Also, er geht einen Trade ein. Markt macht kein neues Hoch. Achtung, hier sind wir. Da gehe davon aus, dass Verkäufer reinkommen und der Widerstand hält, also hier oben. Der Markt seine Abwärtsbewegung fortsetzt. Also, sprich, das Ding hier, dass es weiter nach unten durchläuft. Ne? Okay. Wie geht's weiter? Trade geschlossen. Ich sehe da, ach, das sind die Pfeilchen, die habe ich gerade selber nicht gesehen. Seht ihr das? Das ist wahrscheinlich viel zu klein, nehme ich ja, an. Ein bisschen ne? klein, aber man kann sich reindenken, ja. Okay, alles klar. Also er schreibt Trade geschlossen und für die andere Seite entschieden. Ah, da dreht also jemand. Aha. Weit in der Bewegung. Wir sind aktuell ziemlich günstig. Es können Käufer reinkommen. Ja. Das Volumen ist angestiegen. Okay. Neu betrachtet kann das eine Umkehr werden. Neu gezählt. Stop-Loss würde auch passen. Also er zählt neu. Hier, dass er ein kleineres 1, 2, 3 bekommt, was wahrscheinlich hier, warte mal, das nimmt er jetzt als Aufwärtstrend. Ach, jetzt kapiere ich es. Okay, alles klar. Gut, wir machen weiter. Ah ja, ja, das Drehen. Ist das Drehen jetzt wirklich aufgrund eines Trendwechsels erfolgt? Lass mich nochmal sehen. Da steigt er hier am entstehenden Trend ein, wenn ich es richtig sehe. Ne? Genau hier. Stop legt er unter das kleine, den kleineren Punkt 3. Ja gut, okay. Ich würde halt sagen, die Großwetterlage ist ein ausgedehnter Abwärtstrend. Das heißt, er handelt erstmal die Korrektur. Das wäre zum Beispiel etwas, das ich jetzt nicht anstreben würde, aber er hat es so getradet und er hat es ja sauber getradet, wie ich es richtig sehe. Er benutzt einen Trading Stop, genau, das sieht gut aus. Okay, wie schon gesagt, ich habe es vorher nicht durchgelesen. Ich mache es mit euch gemeinsam. Ne? Also auch wenn ich dann Sachen nicht begreife oder auf der Leitung stehe, seid mal nicht böse. Okay, mein persönliches Manko. Die Stop-Loss-Führung. Also er benutzt einen Trading-Stop und das ist ein 1-Minuten-Chart im S&P mit Trading-Stop. Okay. DSL-Führung. Was hätte besser sein können oder ist es gut so? Meine Gedanken dabei. Da ich in der Gegenbewegung bin, ja, die GWL ist weiter short, ja, entscheide ich mich für eine enge Stop-Loss-Führung. Okay. Also nur die Bewegung handeln. Als ich sehe, dass richtig Fahrt reinkommt, versuche ich etwas Luft zu lassen, setzt mir aber immer Punkte, wo der Markt nicht mehr drunter gehen soll. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Also er weiß, wo er ist. Er weiß, es kann von oben immer noch mal kräftig eine reinkommen. Deswegen jetzt macht er hier, er hat Gewinn. Er geht also näher ran. Ich sage mal, so ein Trading-Stop auf dem 1-Minuten-Chart, okay, wenn die Distanzen groß genug sind, kann man es ja versuchen. Aber in der Regel fliegt es halt extrem schnell raus. Auch in der Trendbewegung. Ja, bei einem Markt, sage ich mal, wo jetzt die Wertigkeit nicht so hoch ist, das ist so meine persönliche Einstellung. Es kann da leicht passieren, er macht einmal Dip und läuft halt doch weiter. Ne? Deswegen diese engen Stops empfehlen sich aber, weil er nochmal gegen die Großwetterlage steht. Also ich muss sagen, in dem Zusammenhang ein sehr schöner Trade, weil er weiß, wo er ist. Er weiß, er hatte nicht die große Trendbewegung am Laufen. Also möchte er den Gewinn, den er macht, wenigstens dann auch sichern. Ich hätte mich wahrscheinlich ähnlich entschieden. Oder, ein kleiner Tipp von mir, weil er ja fragt, ein probates Mittel, wenn man in solchen Situationen sich wiederfindet als Trader, dass man sagt, na, eigentlich stehe ich gerade gegen den Markt, aber hey, es könnte ein Wechsel von unten raus sein. Ah, wäre die Chance. Du willst aber den Gewinn nicht mehr abgeben, dass du den Teilverkauf einfach machst. Bei einer ausgedehnten Bewegung, die ohne nennenswerte Korrektur daherkommt, irgendwann haust du einen raus. Deswegen handelst du meistens mit mehreren Kontrakten oder mit Kontraktsets, so mache ich das. Ich mache es so, dass ich nie groß drüber nachdenken muss. Ich handle Dreier-Sets, also 3 CFDs, 6 CFDs, 9 ist mir fast zu viel. Also sprich, dass ich immer im Kopf ganz easy ein raus ist, ein Drittel. Ne? Also ich bin im Kopfrechnen, bin ich nicht gut, vor allem wenn es schnell gehen muss. Deswegen mache ich das so. Andere Trader haben da ganz andere Vorgehensweisen. Aber ich denke, ein Teilverkauf bei einer ausgedehnten Bewegung hoch ist bestimmt kein Fehler. Ja? Weil du bleibst ja drin. Und wenn es doch der große Trendwechsel gibt, könntest einen dazunehmen, wenn die Signallage es dann hergibt. Ja, Großwetterlage kannst du aber knicken in dem Moment, weil die ist ja immer noch short eigentlich. Also bewegst du dich nach wie vor in einem Bereich, wo du flexibel sein musst. Und da arbeite ich gern mit Teilgewinn, mit Namen. Ja, das als nicht als Anlageberatung, sondern als Vorgehensweise, wie ich es halt machen würde. Und nochmal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jeder Trader tickt da anders. Ne?
Also gut, was haben wir hier? Volumenkerzen. Ah ja, ist ja interessant. Den Stop-Loss, als die erste rote Kerze kam, unter den Volumen POC, POC, weil ich arbeite nicht mit solchen, POC, okay, der 2031 Kerze gelegt, okay. Wenn es darunter gegangen wäre, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es erst einmal weiter korrigiert und vielleicht sogar wieder die GWL-Trendrichtung aufnimmt. Richtig, ja. Stop-Loss weiter eng nachgezogen. Dann auf den Profit-Loss geschaut und auf 20 Punkte den SL gelegt, weil ich die nicht mehr verlieren wollte. Ja. Wie schon gesagt, ne, diese Stop-Kalkulationen, man neigt halt dann dazu, schnell hin und her zu springen oder vielleicht den Weg zu verlassen, wie man ihn sich ursprünglich vorgenommen hat. Es gibt ja bloß Trendstop oder dann eben. Der Stop mit Zeitperioden, was aber auch nichts anderes ist. Signalverkäufe, nochmal, ist eben mein probates Mittel. Nicht um Werbung jetzt dafür zu machen, sondern mache ich mir das Leben relativ einfach, okay? Und da ich Volumenkerzen nicht kenne in der Anwendung, seid es mir nicht böse, dass ich da gerade Neuland vor mir habe, ja? Wobei ich mal denken kann, wie die halbwegs funktionieren. So, dann steigt es noch weiter und ich setze meinen Stop-Loss auf 24 Punkte. Jetzt fängt der Rumrutschfaktor im Positiven an. Ja, jetzt hat er Stress im Gewinn. Ja, denn er weiß, die Großwetterlage ist gegen ihn. Und das meine ich oft auf meinen Live-Trading-Webinaren. Ich bin der volle Schisser, wenn ich gegen die GWL stehe. Ich mache aber einen Trade, weil eine Gelegenheit vielleicht da ist und dass die Leute einen Trade sehen. Aber tief im Inneren weiß ich, du hast im Moment keine saubere Setup-Lage, wenn man es ganz genau nimmt. Ja, auch wenn der Markt für dich rennt. Aber dieses Hadern setzt dann oft ein, weil du sagst, Mensch, 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 so einen geilen Gewinn, aber von oben kann halt immer noch eine richtig reinkommen. Und da musst du eben einen Tod sterben. Entweder machst du eine Stopptechnik, sag ich mal, wo du nicht springst, oder du handelst nur Setups, wo du keinen Gegentrend oder keine Gegenbewegung fürchtest. Das ist auch eine Möglichkeit. Okay, dann ist die Party für mich auch zu Ende gewesen. Ja, also vermutlich hatte ich keine Geduld mehr, da das Essen fertig gewesen ist, die Frau gerufen hat. Das ist immer die beste Ausrede, ne? Wenn ich die Punkte verloren hätte, wäre der Abend gelaufen. Ist in letzter Zeit öfters passiert, dass ich viel wieder abgegeben habe. Ja, genau. Das hast du meistens, wenn du in Korrekturen unterwegs bist, das ist ja eine, zumindest hier, was ich sehen kann, oder wenn du gegen die übergeordnete Trendlage stehst, hast du meistens diese Effekte, langsame Gewinne, schnelle Verluste oder du hast Gewinne und sie gehen auch relativ schnell wieder weg. Das war jetzt, hat mit Markttechnik nichts zu tun, sondern es ist eine Jochen Schmidtsche Erfahrung wert, den ich durch meine Tagebücher eben aufgeschrieben habe und eben gesagt habe, Alter, wenn du das nicht mehr willst, nimm die saubere Setup-Lagen. Die kommen zwar nicht oft, aber wenn die dann da sind, dann kannst du auch mit ruhigem Gewissen geschlossen halten. Du kannst vielleicht aufstocken und brauchst dann nicht so einen Stress machen. Als kleiner Tipp nochmal, ne? Also die Frau hat gerufen und das ist eine Ausrede. Wenn ich die Punkte wieder verloren hätte, genau, ist mir das dann öfters passiert, dass ich viel wieder abgegeben habe. Und dann weniger hatte, ja. Ich wollte nichts mehr hergeben. Daher diese Entscheidung, auch wenn es noch weiter steigen sollte. Und ich sage da ganz ehrlich was, wenn du halt gegen die GWL stehst, würde ich mir das Leben gar nicht schwer machen. Sondern hast einen super Gewinn gemacht, nimm ihn, solange er noch da ist. Nimm ihn, solange er noch da ist. Und wenn es der große Wechsel gibt, von unten raus, dann kommt der meistens irgendwann auch mit einer größeren Korrektur daher, wo du dann die Großwetterlage plötzlich in den Wechsel reinkriegst. Also da brauchst du dich gar nicht grämen, ja. Als lieben Gruß an den Einsender, weil wir alle kennen diese Gedankengänge. Und nochmal, man macht sich lange Zeit darüber Gedanken, was kann man tun. Und ich habe gerade genannt, wie ich das mache. Ja, da haben wir es doch schon. Ja, genau, da ist es doch schon. Also sprich, du hast da unten diesen kleineren Trendwechsel. Das ist der Trendbruch. Jawohl, der Punkt 3 wird rausgenommen. So, jetzt hast du hier den kleineren Trend nochmal schön in der Fortsetzung. Und jetzt kommt die größere Geschichte rein. Und wenn das sich neu aufbaut, aha. Dann hast du einen richtig guten, dann verändert sich auch die Großwetterlage. Und das wäre dann ein ganz anderer Acker, den es zu pflügen gilt. Okay, in der Nachbetrachtung. Dass die tiefste Kerze komplett zurückgekauft wurde im M5, hätte den Short ausschließen können und nur Ausschau nach dem Long halten. Nein, finde ich nicht. Du hast ja erst während des Trades bemerkt, dass, sag ich mal, die Gegenrichtung einsetzt. Ich sehe es ein bisschen anders, ja. Da auch mit der Kerze viel Volumen in den Markt gekommen ist, okay, was darauf deuten kann, dass jemand mit großen Taschen da ist. Es ist die typische Volumenbetrachtung, die ist bestimmt nicht schlecht, die kann man gerne im Handel mit einfließen lassen, aber ihr müsst halt genau drauf gucken. So easy ist dann auch nicht, dass wenn du steigendes Volumen siehst, dass es immer gleich die Trendbewegung ist, ne? Das ist auch meine Erfahrung, deswegen ich lasse es rein über die Kerzen in der Regel. Micha, arbeitest du mit Volumina? Blendest du es dir ein? Ja, ich sag nachher mal Ja, was dazu, ja. okay, prima. Dann lese ich hier zu Ende. Blablabla. Es hätte auch noch ein paar Punkte mehr sein können. Ja, das kann es immer sein. Ne? Das eigentliche Ziel, wo ich meinen Take Profit hingelegt habe, ist der Daily Point of Close. Was heißt das POC? Nochmal Point of?
egal, gewesen. Dieser wurde am Ende auch erreicht, okay. Somit 10 Punkte wäre noch drin gewesen. Aber mal ganz ehrlich, wenn du doch einen Trading Stop benutzt, hast du doch nie alle Punkte. Also du hast nie Einstieg und das Ende der Bewegung. Das ist meistens nur Zufall. Ein Trading Stop lässt dir immer was im Markt zurücklegen, ein Trend Stop sowieso. Also von dem her gesehen, wie willst du das machen? Entweder nimmst du, sag ich mal, feste Zielgrößen und wartest dann auch, bis die erreicht werden, ohne rumzufummeln, oder mach halt Teilgewinne oder sowas. Ne? Aber es ist das klassische Rumhirnen über die Gewinnsicherung. Ja? Und das zeigt ja in der Regel auch einen erfahrenen Trader. Bin trotzdem, oder ein Fortgeschrittener, bin trotzdem in dem Moment mit mir zufrieden gewesen, natürlich. Den Handel ziemlich gut nach meinen Regeln, Vorstellungen durchgeführt, genau. Dieses auch so wiederholen kann, richtig, wenn die Situation da ist. Und acht mal drauf, wenn du eine übereinstimmende Trendlage hast. Da verläuft der Markt meistens anders, ja. Besser für dich, weniger Stress. Über Nacht hätte ich nicht gehalten, okay. Und es ist bis kurz vor 10 war noch wieder zurückgekommen, ja. Womit ich mit meinen Entscheidungen zufrieden bin, auch wenn es dann doch weiter gestiegen ist, ja. Und das ist immer das Allerbeste, ne? Wenn du rausgegangen bist, dann kommt eine größere Korrektur rein und du sagst, oh, ich habe alles richtig gemacht. Nur der Punkt ist, achtet mal darauf, dass wenn diese größere Bewegung runter, ja, wenn die sich neu aufbaut, dann kriegt er nämlich einen Trendwechsel und dann fängt die Sache an, richtig interessant zu werden. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank für die Einsendung des Trades. Ich hoffe, der eine oder andere, der neu dabei ist, kann verstehen, das Thema hier ist die Gewinnsicherung gewesen, die Qualität des Setups, also große Wetterlage und so weiter. Aber die Gewinnsicherung steht im Mittelpunkt. Ich hoffe, dass ich mit dem Tipp dem einen oder anderen helfen kann. Ne? Hier haben wir nochmal die Ergebnislage von ihm zusammengefasst. Micha, wie ist dein Fazit? Vielleicht das, warte ganz kurz, das da vielleicht ganz kurz, gell? Ja. Nur mal ganz kurz zwei Sätze da. Warte mal, kann man mein Gemahle sehen? Ja, aber ich weiß, es heißt Point of Control, sorry. Ja, genau, Point of Control, gell? Genau. Das heißt also, es ist für den einen oder anderen vielleicht ungewöhnlich, es gibt verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, das ist nicht, weil da gibt es je nach Handelsprogramm und was man da auch abonniert oder wie auch immer hat, dass man sich die Preisniveaus mit dem höchst gehandelten Volumen in einer gewissen Zeiteinheit, also er hat ja auch eine Zeiteinheit eingestellt, einfach darstellt. Gell? Und da gibt es dieses halt, wo das höchste Volumen ist, das ist dieser sogenannte Punkt, was jetzt hier mit dargestellt ist, mal das eine. Und dann gibt es aber da drumherum eben noch diese Area, das heißt, da gibt es verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, beziehungsweise prozentuale Sache, ob man da 60, manche nehmen 70, manche 80%, dessen, wo das meiste Volumen, so muss man sich das vorstellen, hier gehandelt worden ist. Und gut, wichtig ist halt nur eins, dieses ganze Volume oder Market Profile oder wie auch immer ist, es gibt ja da ganz, 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 ganz viele Anwendungsmöglichkeiten, die es da wirklich gibt. Fakt ist eins, das Ganze stellt in sich natürlich erstmal keinen Indikator dar. In sich selber auch nur optisch dargestellt, habe ich auch noch für sich allein genommen, weder ein noch ein Ausstieg, sondern es kann ein für den einen oder anderen ein gutes Entscheidungswerkzeug sein, was den täglichen Handel betrifft. Das heißt also drumherum noch ein Handelsstil gepasst und das wiederum ist einfach in den Gesamtkontext des Marktes dann immer noch mit einzubetten. Gell? Für sich alleine genommen ist das eine andere Geschichte. Das heißt also, die einfachste Anwendungsmöglichkeit wäre da sicherlich, das als Unterstützung und Widerstand ein Stück weit zu nehmen, solche Sachen, aber im weitesten Sinne muss man das dann in einen Gesamtkontext reinpassen, sodass das für sich allein genommen jetzt einfach wie ein Indikator, wo du sagst, unten ist Kaufen und oben ist Verkaufen, so ganz blind mal eben so hier nicht viel nicht macht. Also von daher, er hat sie herangezogen, wie gesagt, es gibt einen großen Anwendungsbereich, was das betrifft und je nach Anwendungsbereich ist dann fachlich dieses oder jenes hier auch relevant. Er selber hat es jetzt zur Stoppversetzung unter anderem herangezogen, wo er sagte, hier pro Periode ist das halt das höchst gehandelte Volumen da drin und ich setze es ein Stück unterhalb, andere Geschichte, gell? Aber die wesentlichen Sachen hier, was der Jochen auch schon schön gesagt hat, das fand ich, nämlich sind ja eigentlich zwei Sachen, die bei dem Trade interessant sind, aus meiner Sicht. Nämlich zum einen das, was er am Anfang gesagt hat, eine Position drehen. Ja. Position drehen, interessanter Punkt. Und das zweite ist einfach das Thema Target und Profit mitnehmen. Position drehen. Frage mal in den Chat, wer alles tut denn gerne innerhalb des Trades, innerhalb des Marktverlaufes, nicht innerhalb des Trades, innerhalb des Marktverlaufes gerne Position drehen. Gerade Intraday. So dieses, ja, jetzt eben Long, jetzt Bums, jetzt Short, dann wieder Long, dann wieder Short. Wer macht denn das gerne, sowas? Also ich zum Beispiel mache sehr gerne. Bin da auch ein großer Freund davon. Drehen, nur muss man da ein paar Sachen beachten, generell. Ich will es nur mal den Hinweis mitgeben, weil im Grunde ist es ja so, im Grunde, wenn ich eine Position, Jochen, vielleicht kannst du mir noch mal einen anderen Chart hier geben, einen oben drüben, den da zum Beispiel, genau, nimm mal den da? Hier. Ist egal, das da, das okay. Ist schön. Gell? So, Jochen, man kann mein Gemahle sehen? Ja.
So, angenommen, ich gehe hier, warum auch immer, Short, angenommen. Ja. Und hier wiederum gehe ich oben Long. Da könnte man erstmal sagen, das ist doch auf die Kürze hin und wäre schnell gedreht. Eben war ich noch auf der Long-Seite unterwegs, eben auf der Short-Seite. Wow, Flexibilität und ich tue mich im Kopf nicht mit einer Position beziehungsweise mit einer Richtung verheiraten und. Das könnte man per se ja erstmal als, wo man sagen, geil, Nummer und ich kann ja immer treten, zwangsläufig immer runter, rauf. Okay, wenn man das unter dem fachlichen Aspekt sieht, muss man da nur eine Sache beachten, generell, oder einen Hinweis möchte ich nur mal geben. Und der eine oder andere weiß gewiss, was ich meine. Wenn ich eben einen Long Trade mache und danach sequenziell einen Short Trade und oben drüber schreibe, aber dass beide Trades unter einem Regelwerk gelaufen sind, was immer dieses Regelwerk jetzt war, spielt keine Rolle. So, was ganz konkret geführt hat, das Regelwerk, spielt man keine Rolle. Aber dieses Regelwerk selbst wiederum auch eine GWL hatte, dann ist es ja so, dass eine GWL sich nicht schneller drehen kann wie eine Signallage. Nochmal, eine GWL kann sich ja nicht schneller drehen wie eine Signallage. Es kann sein, dass hier drinnen ein Long-Signal kommt, rein faktisch erstmal, danach wieder mir ein Short-Signal, danach wieder ein Long-Signal, das ist alles richtig oder wie auch immer ich die Signale definiere, wegen mir dem Punkt 2 als einfachste. Fakt ist eins, die GWL kann sich nicht schneller drehen wie die Signallage. So, wieder also heißen, wenn man diesen Gedanken zu Ende führt, jetzt nur die Kurzfassung davon, dann würde das bedeuten, nicht würde bedeuten, sondern bedeutet, dass der Long oder der Short Trade, egal was ich, wie ich das sequenziell voneinander halte, qualitativ Abstriche hat gegen. Also angenommen, der eine wäre, angenommen, ich würde ihnen irgendwie eine Wertigkeit geben, wegen mir ein 3 oder 4 oder 5 Sterne Trade, dann könnte sequenziell der andere nicht genauso viele Sterne haben. Ja, genau. Könnte er erstmal nicht, weil ja einer, egal jetzt mal bei welchen, er gegen die Großwetterlage steht. Würde in unserem Fall hier bedeuten, hier unten links, der Short Trade generell, weil in Richtung der Großwetterlage, hätte eine größere Wertigkeit wie der Long Trade gegen die Großwetterlage, wenn ich die GWL mit hinzunehme. Was überhaupt noch nichts damit zu tun hat, ob man diesen Trade machen sollte oder nicht. Das hat damit erstmal nichts zu tun. Fakt ist nur eins, ich muss ja diese Negativität der Wertigkeit Ja. irgendwie auffangen. Und das ist ziemlich einfach dahingehend, kann ich sehr einfach, ja, und das hat er ja hier auch gemacht. Ich habe jetzt seinen Namen, den Namen der, wie auch immer, Ja. der Händler hier ja auch gemacht. Frage die Runde, wie könnte ich die negativ, also den Abstrich in der Großwetterlage, angenommen, ich handle hier runterwärts Trends, ja gut, das habe ich ja schon vorweggenommen, ich handle hier runterwärts gerne Trends, wie könnte ich dieses Hin- und Herflackern, Long Short, Long Short, dennoch so machen, dass sie dieselbe Wertigkeit haben. Dazu müsste ich was machen? Frage in den Chat. Engere Stops, na, okay. Ich müsste es mit was anderem auffangen. Nicht das Long Positionsgröße. und nicht das Short. So, Risiko anders bewerten, einverstanden, auch das. Andere Unterstützung abwarten. Ich müsste die Handelsausrichtung ändern. So, das heißt, wenn der Short Trade hier runter der Trendhandel war und der war ein 5-Sterne-Trade in unserem Fall im Sinne der Großwetterlage generell, ob das jetzt hier ein 5-Sterne war, das ist jetzt mal eine andere Geschichte, weil wir schon weit unter dem Punkt 2 waren. Ganz generell jetzt gesprochen. Wir nehmen. Ganz kurz, Micha, GWL heißt Großwetterlage. Jemand hat gefragt, der ganz neu ist. Ja, verstehe ich. Ja. Heißt Großwetterlage, ja. So. Dann wiederum müsste ich es damit auffangen, dass ich auf der Long-Seite eben nicht den Trend handle, sondern die Bewegung. Bewegung, ja. Dann würde es wieder passen. Und dann könnte ich auch innerhalb des Trades, nicht innerhalb des Trades, innerhalb einer Großwetterlage eben von der Short-Richtung aus in die Long-Richtung wechseln. So gesehen die Korrektur hochhandeln, überhaupt kein Problem. Aber das würde ich natürlich nicht als Trend, sondern, was auch der Kollege hier gemacht hat, als Bewegung handeln. Dass, wenn er hier die Bewegung hochhandelt, es nichts anderes ist wie ein untergeordneter Trendverlauf. Und das, die, die länger dabei sind, wissen sofort auch, was ich meine, es ja zur Folge hat, dass ich den Trade deswegen qualitativ wieder mache, weil ich ja die GWL per se gewechselt habe. Ich Ja. bin ja, wenn ich hier einen Bewegungsast hochhandle, ja in dieser Großwetterlage so gesehen unterwegs und das wiederum zur Folge hat, was auch hier drin stand, dass es zwangsläufig durch den Wechsel der Handelsausrichtung zu engeren, zu schnelleren Stops gekommen ist. So, und dann könnte das eigentlich im Grunde ganz gut passen. Was nicht geht, ist mit derselben Handelsausrichtung, mit derselben Trendgröße hin und her zu Ja, flaggern, genau. Ja. weil
Keine Ahnung. Also dann wäre ein Trade immer minderwertiger wie der andere, der zuvor oder danach kommt. Das sei es mal drum. Und ich muss mich fragen, einer von beiden ist minderwertig. Warum handle ich den? Mit dem Wechsel der Handelsausrichtung kein Problem. Und wenn, was der Jochen sehr schön da jetzt auch mit gesagt hat, wenn ich dann weiß, dass ich natürlich, wie kann ich das hier alles wieder wegmachen? Genau. Wenn ich weiß, dass ich gegen die Großwetterlage handle, was genügend gemacht wird und was auch im Grunde jetzt nur dramatisch klingt, aber ich bin ja auch immer eben zwei oder drei Trendgrößen drüber, oben drüber gegen eine Großwetterlage. Deswegen ist es ja der kurzfristige Handel. Das würde ja so gesehen erstmal Sinn machen, dass einer sagt, hier, ich handle die Weidekorrektur halt drauf, wegen mir, das wiederum als untergeordneter Trend, also der Bewegungsast. Und der Bewegungsast selbst ist der untergeordnete, feine, schnelle Trend, soweit alles okay. Dann macht es aber immer Sinn, mit Limiten Teilverkäufe zu machen. Ja, genau. Ja. Warum mit Limiten? Weil wenn der Markt oben runterkommt, dann habe ich ungern, wenn auch engere schon Stops, aber ungern so eine Geschichte, dass der Markt mir weit hinten in die Stops reinläuft, sondern da habe ich gerne, dass man in die Gewinne, in die Bewegung hinein Teilschließung einfach macht. Gell? Genau. An der Stelle, hier hat er die drei rausgenommen, hier oben hat er einen neuen Aufwärtstrend aufgezogen, gell? Und spätestens in dieser Bewegung hinein hier irgendwo mal die ersten Teilgewinne mitgenommen und den Rest halt wegen mir mit einem sauberen Stop, aber eng, deswegen halt unter geordneter Trendverlauf wegen mir den Stopp nachziehen, werde ich hier irgendwo auf dem Weg nach unten schnell und zügig halt rausgenommen. Und die letzte Woche nebenbei bemerkt, also wenn einer Bewegung, Korrektur nicht so richtig manchmal schwerfällt, das auseinanderzuhalten, letzte Woche haben wir ja ein Bilderbuchbeispiel dessen, wie man das schön auseinanderhalten kann, gell? Weil die Märkte, was die letzte Woche da abgezaubert haben, da sieht man sehr schön, was Korrektur und wie Bewegung läuft und was Geschwindigkeit bedeutet, gell? An der Stelle schön gesehen. Von daher im Grunde ein schöner Dreh, trotz des Wechsels, Positionsdrehung. Gell? Positionsdrehung einhergehen mit Handelsausrichtungswechsel, eine schöne Sache, kann man das gerne machen. Allen voran, wenn du im Nachgang auch wieder bereit bist, hier auf der Short-Seite, gut, jetzt war hier Handelsschluss und so weiter, das war mal ausgeblendet, auch wieder bereit bist, auf der Short-Seite rumzuhandeln. Ja. Einige haben gesagt, sie würden sich an ihre schlimmsten Anfänger erinnern, wenn sie das Drehen anfangen. Ja. Ich bin dabei. Also das klassische Drehen mit derselben Handelsausrichtung ist der Albtraum. Ja, ist ganz klar. Deswegen der Unterschied hast du gut herausgearbeitet. Das muss man wirklich beachten. Also nicht dieses, oh, es geht doch runter, uiuiui, jetzt drehe ich gleich, hohoho, es geht doch nicht, ui, jetzt drehe ich wieder entgegen. Das darf dann natürlich nicht passieren. Und Achtung an der Stelle, ob jetzt Minutenchart hin oder her, würde ich zum Beispiel auch keine Innenstäbe berücksichtigen bei der Stoppsetzung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp. Weil das machen ja dann viele. Oh, da muss ich ihn ganz runterziehen. Oh, guck mal. Und dann lässt du alles liegen, weil du eben nicht gecheckt hast. Du bist nur in Anführungsstrichen einer Korrektur erstmal. Ja, das sind so Kleinigkeiten, so Feinheiten, die mit der Zeit halt dazukommen, ja. Dieses klassische Drehen, das ist hier, was weiß ich, in irgendwelchen Instabphasen, gell, wo die Positionseröffnung in der Regel weniger einem Signal, vielmehr dem Geplapper und dem Geschrei des Charts begründet. Also dort ja eine Begründung findest, grüne Kerze, also gehe ich long. Hilfe, rote Kerze, oh shit, ich gehe short. Grüne Kerze, ich gehe long. Rote Kerze. Und dann haben wir auch eine permanente Positionsdrehung, die aber nicht aus einem Signal heraus resultiert, klassisches Signal, sondern eher diesem optischen zack long und zack short und du hüpfst und springst hinterher. Du bist halt nur am Reagieren darauf. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, sind da irgendwie noch Innenstäbe, die seitlich gehen und du nimmst die Farbe der Periode zum Anlass für den Trade. Genau. Und so, dann kann es schnell passieren, dass wenn da 10 Innenstäbe vorbei sind, du dein Konto nicht nur halbiert, sondern wegen mir komplett geerdet hast, gell? Rein raus und am Ende, wenn der Nebel verflogen ist, siehst du, dass der Markt nach so und so vielen Stunden da genauso steht wie am Anfang und das hin und her geflaggert dich einfach nur verrückt gemacht hat, gell? Das ist so bitter. Es ist so bitter, diese Erfahrung, aber ich glaube, die muss man auch machen. Erst dann schärft sich der Blick, weil ich habe mir auch irgendwann gefragt, wieso kommt das? Wo ist das? Wie kann ich das vermeiden? Du kannst es ja gar nicht vermeiden, dass der Markt einschläft, in Innenstäbe Orgien macht. Aber wie kann ich mich wappnen, dass ich nicht dem verfalle, wenn es dann passiert? Ja? Und da habe ich halt immer wieder die Qualität des Signals. Deswegen werde ich ja fast schon als Schisser angeguckt in meinen Live-Trading-Webinaren, weil innerlich schreit eine Stimme, mach es nicht, fang nicht an zu drehen. Auch wenn du siehst, die übergeordnete GWL ist weit unten in der Bewegung, aber die Korrektur kann kommen. Ich würde zum Beispiel von folgendem Verlauf eher ausgehen, der zieht hoch und kommt dann nochmal richtig runter. Und von unten würde ich es versuchen, ja.
Das ist jetzt zum Beispiel aufgrund der Erfahrung geschuldet, weil ich sage, ah, da hast du deinen Trend, in der Regel zieht er hoch und da und von unten kannst du versuchen, hättest vielleicht einen besseren Signalaufbau als von unten, weil hier gibt es nichts zu tun. Hier, er geht ja in den entstehenden Trend und nicht in einen vorhandenen Trend. Weißt du, ich meine, er greift ja vor. Das heißt, hier kann es ihm ja passieren, dass genau das passiert die ganze Zeit, ja? Dass der Markt eben nicht hochläuft und so weiter und so fort. Man kann hinterher, ist man immer schlauer, schon klar. Richtig dramatisch wird es ja, wenn du in die Innenstadt, in diese Orgien, da, also einfach dieses farbliche Gestaltung der laufende Periode zum Anlass nimmst für einen Trade, hier noch ein Dreieck reinmalst, ja, was gehandelte Volumen betrifft. Ja, genau. Am Anfang habe ich das mit 2 Kontrakten gemacht, dann ging es schief, dann nehme ich mal 3, mein Konto gibt her, dann nehme ich 4 Kontrakte und mit der Steigerung der Kontraktanzahl tut ja einhergehen die Sensitivität dessen, was ich sehe. Das heißt eigentlich, ich richtig. Möchte mit diesem Trade einfach das Minus von dem rausholen und mit diesem Trade das Minus von dem. Problem ist nur, dass ich mit steigender Kontraktanzahl natürlich den Betrag, den ich retten möchte, ja umso eher sehe, was in einer, naja, das ist der Klassiker nachher, gell? Ja, ganz ich genau. In so eine Spirale reinkommen, wo ich sowas von wahnsinnig schnell mein Konto dezimiere und mein Puls immer rauf geht, ne, und die Qualität der Trades, im Grunde kann man nicht mal mehr Qualität sagen. So ist es, ja. Nur noch ein Hin- und Her-Gefeuer. Und natürlich wahnsinnig abnimmt und am Ende man wirklich, also wie ein geschundener Hund nach wenigen Trades da einfach da, ja, einfach. Das weißt du aber. Ja. Du kannst es gar nicht herleiten, was da passiert ist. An der Stelle, Gruß an Florian nach Österreich. Ja, Point of Control. Ich habe es echt vergessen, weil ich eben nicht regelmäßig damit arbeite. Hatte nicht Markus Gabel auch eine Zeit lang Point of Control in seinen Webinaren drin? Daher kenne ich den das Begriff. Ich ja. Ja, ja. Ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, jeder arbeitet auf seine Art und Weise. Ne? Markttechnik, genau. Da kenne ich halt alles. Andere Dinge kenne ich gar nicht. Mit dieser Aussage kann ich vielleicht sogar eine Frage beantworten, die ich auf der World of Trading öfters gehört habe, wo es immer hieß, ja, reicht denn die Markttechnik aus, dass man da beruflich damit handeln kann? Also ich, ja sicher, warum denn nicht? Es ist nicht die Frage, wie viele Sachen du beherrschst, sondern wie gut beherrschst du die dir gut entgegenkommt, die dir liegt, die du verstehst. Das vielleicht als kleiner Nebenwink für nachher, Micha. Ich gebe an der Stelle an dich zurück. Genau. Also fassen wir hier nochmal zusammen. Sehr, sehr schöner Trade an der Stelle. Positionsdrehung, ja. Ein großes Thema, stellenweise ein schlimmes Thema. Bei vielen steht das mitunter auch auf dem Grabstein, kann durchaus ja. sein. Positionsdrehung, wenngleich an der Stelle den Hinweis geben, Positionsdrehung per se sind nicht der Albtraum, sondern wenn ich aus besagtem Grund hier solche Geschichten unter anderem mache, gibt es bestimmt noch viele andere Ursachen dafür. Aber diese Positionsdrehung hier, dieses schnelle Geflacker von erst Short auf Long, hat ja auch zur Folge gehabt, dass hinten dran eine Handelsausrichtung geändert wird es mit sauberen Stop-Verläufen. Das ist ja. also daher ja, nicht genau. alles in einen Topf zu werfen, genau. Und wenn ich gegen die Großwetterlage handel oder segel, alles kein Problem im Grunde erstmal. Da muss ich mir nur mit anderen Gedanken, was den Stop-Verlauf ist, stellenweise noch einherkommen. Nicht nur, dass sie schnell und eng sind, sondern mitunter halt auch, ich bereit bin, in die Bewegung hinein mit Limiten dann halt rauszugehen, genau. weil ich irgendwo genau. erwarten muss, dass der Markt schnell und zügig geht. Und gerade wenn der Markt eine Korrektur hat, wie hier, und er sogar anfängt zu springen, also zu springen heißt, dass nicht nur die Trends rausgenommen worden sind, sondern durch die Dynamik jetzt wirklich immer mehr die Stops gerissen werden, die Leute ihre Gewinne mitnehmen und der Markt fliegt nach oben, stellenweise Perioden größer werden. Man dann weiß, dass meine Stops ja noch weiter hinten liegen, auch wenn ich sie schon eng nehme, entsprechend der Handelsausrichtung und man doch dann zumindest einen Teilverkauf einfach in die Bewegung hinein macht und da legt man ganz gut. Super, schöne Geschichte hier. Hm? Danke an den Matthias für die Einreichung. Er heißt Matthias, genau, Matthias, ich sehe es gerade im Chat, genau. Genau, ja. Lieben Dank und sendet weiter ein. Ihr merkt, man kann viele Themen aus so einem Ding herauslesen. Viele erkennen sich wieder. Viele haben zum Beispiel Dinge gerade gehört, die sie gar nicht kennen. Es sind einige Fragen dazu. Was sind Innenstäbe? Was ist eine GWL? Nochmal, das große Buch der Markttechnik von Michael Vogt erklärt das sehr, sehr gut. Nicht um jetzt die Verkäufe anzukurbeln, sondern wir haben die Zeit, die Sachen hier zu erklären. Aber für diejenigen, die fragen, Markttechnik ist sehr, sehr schön erklärt, sage ich mal, in den Büchern von Micha, die ihn ja auch berühmt gemacht haben. Ich kann es nur jedem empfehlen. Okay, wie machen wir weiter? Machen wir mal kurz. Jochen, machst du mich nochmal zum... Ja, das mache ich. Warte mal. Oh, Moment. So, dann schauen wir mal, dass wir den Trade, den ich habe, da ist er. Ein sehr schöner Trade. Jetzt bist du der Horst, mein Lieber. So, was muss ich jetzt machen? Du müsstest Bildschirm freigeben, genau. Deinen Bildschirm. Ja, das sieht gut aus. Okay, so, wie heißt er? Genau, hier. Jawohl.
So, ich habe hier auch abgedeckt, das hat sich nebenbei bemerkt, also ich hatte schon immer viel gemacht, von da, wo es nicht eingesendet worden ist, hier mit abgedeckt, viele haben, oder jetzt hier wurde das auch mit abgedeckt, das lässt sich Ja. natürlich immer schön zeigen, weil man mitunter ja nicht in diesen Sequenzen den Screenshot macht, sondern eben am Ende und dann sieht man es immer gleich. Das heißt, das, was ihr hier seht, das habe ich reingemalt hier, das hier, gell? Hier unten das Schwarze, das ist der ganze Screen an der Stelle. Es ist auch ein Trade von dem Teilnehmer, der uns beim letzten Mal das eingesendet hat. Das war dann noch Ah, ein okay. zweiter Trade, genau. Beim letzten Mal, wer sich erinnern kann, da war der Fehler, dass er die Großwetterlage so durchgehandelt hat, gell? Also den Stoppverlauf so weit weggenommen hat, dass er im Grunde nicht die Signal, sondern den Stoppverlauf, die Ja. Großwetterlage im Grunde gehandelt hat. Vielleicht der eine oder andere hat das irgendwie noch so ein bisschen mit dabei. Und hier mal jetzt ein sehr, sehr schöner Trade auch. Ich sage mal gar nichts dazu. Ihr könnt ja im Chat da mal was mit dazu schreiben. Also ich sage jetzt mal nichts mit Fehlern oder irgendwas oder wie auch immer. Ich schaue mal. So, wichtig ist erstmal, es ging um den DAX. Okay, da wurde der Trendhandel gemacht auf der kleinsten Trendgröße und hier in dem Fall nicht unscharf eingestiegen, sondern immer an der 2. Und das wiederum deswegen, weil aus der Korrektur heraus, aus der Großwetterlage eben die erste 2 gehandelt wird und dann schiebt man das so weiter rauf. Das heißt, der Punkt 2 selber, ich sage nachher was dazu, ich nehme es nicht vorweg. Okay, so, der Fehler, er schreibt selber auch den Fehler, dass neue Analyse die alten Analysen aufheben wird vermieden. Sage ich was dazu, finde ich interessant den Gedanken. So, wollen wir mal gucken. So, wir sehen also hier rechts die Signalebene und hier links, das ist in einem Bild halt dann so dargestellt, die etwas zusammengefasste Großwetterlage hier mit nicht zeitbasierten Charts einhergehend. So, die Großwetterlage sieht wie aus. Man sieht jetzt, wie gesagt, rechts und links ist dasselbe, nur einmal mit dem Periodenchart, links jetzt mit den Renko-Charts. Das sei jetzt dahergestellt. Wir sehen hier die 2, die 3, die 2, die 3, also drüben, drüben ist dasselbe. Ja. Und der Markt läuft weit in die Korrektur, weit in die Korrektur, ist ja dasselbe. Okay, und jetzt wartet man eben darauf, dass der Markt halt jetzt hier raufgeht und hier die ersten Signale, die reinkommen, werden durchgehandelt mit der Hoffnung, dass der Markt darauf geht und so weiter. Anders wie der Trade eben vom Jochen, wichtig in der Verortung. Das heißt, diese Trades generell werden versucht, weit vor der 2 zu machen, gell? Wenn Jawohl. beim Jochen sein Trade, gell, auf der Short-Seite, der wurde hier unten rum gehandelt und da waren wir ja schon über der 2 in der GWL drunter. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Okay, gucken wir rein. So, und da kommt auch schon das erste Signal hier rein, ziemlich fein. Wir sehen es nachher in der Auflösung ein bisschen größer. Das heißt, also ich male es mal hier gegenständlich daneben mal schematisch nochmal so ab. Hier, der Bums ist die erste Nummer unterwegs. Hier sehen wir es halt auch. Okay, Ziel wäre hier oben, was man natürlich nie weiß, wenn man aus der Korrektur handelt, wie das im Detail läuft, gell? Das kann so, 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 Ja, so, genau. so. Da sind wir bei dem ganzen Thema Handelsplan. Was anderes wie Handelsausrichtung, eine ganz andere Geschichte hinten dran. Wie kann der Markt so und so noch nach hinten verlaufen? Die meisten Analysen gehen ja richtigerweise, aber dennoch. Also es ist nicht falsch, aber es ist halt nicht alleinig genug, immer nach links und überlegen, wo kann ich rein und raus. Wichtig ist natürlich auch, dass man nach rechts guckt und Stück für Stück überlegt, wie kann sich das alles zusammensetzen. Aber das ist ein anderes Thema. So, der Punkt 2 läuft und er wird ziemlich zeitnah dann hier auch ausgestoppt. Das heißt, hier geht ein kleiner Trend drauf. Ich male ihn nochmal hier schematisch hin. Zack, hier oben Pi mal Daumen rein und zack, hier unten fliege ich das erste Mal oder er jetzt hier das erste Mal halt raus. Das Thema ist vorbei. Das Signal ist vorbei. Was aber nicht vorbei ist, ist die Genau, die Großwetterlage. große, So, genau. die Signallage und die Großwetterlage ist zweierlei. Und daher hier resultiert auch dieser Satz, nämlich dem Fehler von ihm, shit, das habe ich jetzt durchgestrichen, das wollte ich nicht, hier auch der Fehler von ihm, den er zu vermeiden möchte, nämlich, dass eine neue Analyse permanent die alte aufhebt. Will also heißen, wer kennt es nicht? Frage in den Chat. Ich bin mit einem Trade rausgeflogen, das war's. Stellenweise fange ich jetzt sowieso an, einen ganz neuen Chart zu machen oder weil ich rausgeflogen bin, fange ich jetzt an, das ganze Bild nochmal neu zu bewerten. Und so weiter. So, als wären die Würfel jetzt nur, weil man ausgestoppt wird, ist, als wären die nicht die Würfel, als wären die Karten jetzt nochmal neu gemischt und man muss zwangsläufig auch nochmal eine neue Analyse komplett neu drüber machen, weil ich bin ja raus, also ist was schief gelaufen Ja, und genau. es ging ja also nicht auf der Long-Seite, also will der Markt runter, also muss ich das Ganze nochmal unter einer anderen Sicht sehen. Und was passiert? Frage in die Runde, wer kennt das?
dass nur aufgrund eines ausgestoppten Trades die neue Analyse die alte komplett aufhebt. Ja, Frage ja, klar. Den Chat. Wer kennt das? Ja, oh, leider ja. Also fange ich nochmal von vorne an, wie ein Sudoku, gell? Oder ein Kreuzworträtsel, wo die Antwort heißt falsch und jetzt sagst du, ich muss alles nochmal neu machen. Ja, wo sag, okay, so, die alte hebt die neue auf, beziehungsweise, nee, die neue hebt die alte auf, so rum, und jetzt muss man schauen. Und jetzt sind es natürlich zwei Sachen, die ja im Grunde da passieren, ja, mag ja sein, dass die einzelne Analyse hier aufgehoben worden ist, im Sinne von, dass der Abwärtstrend für die Sekunde der Aufwärtstrend hier gebrochen ist, Rio. So, nichtsdestotrotz ist die 2 noch offen und die 3 unten wurde geholt, das heißt, an der Großwetterlage brauche ich nichts rumanalysieren, sondern es ist das Normalste passiert, was einem Händler eben passiert, dass wenn er aus der Großwetterlage aus der Korrektur heraus in der Großwetterlage handelt, dass es nach einem ersten einen zweiten Anlauf gibt. Und das hat er auch gemacht. So, ja, der zweite super. Anlauf kommt an der Stelle hier, warte, ich muss das ein bisschen aufschieben. So, der zweite Anlauf kommt, den handelt er hier drinnen, zack, das zweite Mal und auch da wird er dann kurzerhand hier mit plus minus null oder wie auch immer, irgendwo stehen dann am Ende die Punkte auch rausgenommen. So, das heißt, es gab hier einen Trade, das ist der erste Trade, es gab hier einen Trade, das ist der zweite, also Trade 1, Trade 2, ohne dass nur, weil man auch beim zweiten Mal rausgenommen worden ist, ist jetzt die Arbeit gemacht worden ist, alles nochmal in Frage zu stellen. Da gibt es nichts in Frage zu stellen, die 2 ist intakt, also im Takt im Sinne von, dass sie noch offen ist, die 3 geholt, alles ist in Ordnung. Und hier hat sich eins noch nicht abgebildet, ein gigantisches Gegensignal. Nichts dergleichen. So, was passiert im Nachgang jetzt hier? Wir machen es nochmal ganz auf. Hier sehen wir es jetzt sehr schön. Dann wurde nochmal ein dritter Trade gestartet. Klassisch hier an der Stelle hat er dann wieder einen Punkt 2 für sich gesehen. Jetzt müssen wir hier unten auch schauen, auch wenn es eine kleine Zeiteinheit ist, auf der er rumhandelt, ziemlich klein, sind die Signale ja dennoch nicht im Minutentakt hinten dran, ja, zwischendrin zusammenkomprimiert, ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Nichtsdestotrotz, bei der dritte dreht, er läuft, und er kommt mit 25 Punkten nach oben, nach Hause. Der Markt kommt über die 2 drüber gerannt und kommt dann hier ganz klassisch einfach unter der 3 dann, ja, so gesehen zum Stillstand im Sinne, dass die Korrektur nachher einfach anfängt. So, der erste dreht plus minus 0, der zweite ein Verlierer. Ohne dass der Verlierer alles in Frage stellt, der zweite, der dritte dreht. Vier Drehs waren sogar, sehe ich gerade hier drinnen. Noch ja, genau. Sorry, vier, ja. Ich war jetzt alles richtig. Ich habe die ersten und die zweiten zusammengezählt bei null. Verlierer. Der vierte Dacher, der reicht es dann halt raus und du kommst aus dieser ganzen Großwetterlage mit Gewinn nach Hause. So. Wunderbar. Wunderbar, weil es nicht in Frage gestellt wird. Fragen an der Stelle im Chat. Eigentlich aus meiner Sicht eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Dahingehend, wie gesagt, sehr schön. Erstens, weil eine Menge Trades gemacht worden sind in derselben Großwetterlage, in dieselbe Richtung hinein. Punkt Nummer 1. Und weil, wenn du genau hinguckst, auch wirklich die Großwetterlage sich halt da unten auch bilderbuchweise, also der Bewegungsast der Großwetterlage, sehr, sehr sauber Stück für Stück im Nachgang aufzieht. Und jeder weitere Trade, und das ist etwas Interessantes, deswegen fand ich den sehr schön, jetzt möchte ich nur mal den fachlichen Hinweis mit dazu geben, es so ist. Es gibt viele, die der Meinung sind, dass wenn ich hier den ersten 2 Minus-Trades kassiert habe oder wegen mir hier noch einen dritten, dass das Thema hier ja scheinbar nicht so toll ist, weil die Großwetterlage nicht zieht, weil der Bewegungsast nicht zieht, weil. Der eine oder andere, der länger dabei ist, weiß vielleicht, also gehe ich von aus, weiß, was ich meine. Mitunter ist es aber so, dass gerade die Trades, die als viertes und fünftes kommen, und jetzt Achtung, ich rede nicht vom mentalen jetzt, qualitativ besser sind wie die ersten 2 Trades, weil sich der Bewegungsast da unten anders aufbaut. Ich will also heißen, machen wir es nochmal da, wir haben hier eine Großwetterlage, die zieht sich auf, der Markt kommt nochmal runter, Großwetterlage kommt nochmal runter und mitunter ist das Minus-Trade, nur Schema. Es mitunter der dritte, vierte Signal, was dann kommt, qualitativ besser ist wie die ersten 1, 2, 3. Wer kann das generell erstmal nachvollziehen im Chat? Ich muss das mal hier wegmachen, Jochen, ich sehe es nicht im Chat. Ja, absolut, jo.
Es sind immer die drei gleichen. Ah, Also die ein jetzt bisschen kommen neue länger da dabei rein. sind, Okay, ja. ja, genau, jawohl. Und man Ja. sagt, ja, der dritte, vierte. Fast nur, ja. Ich hatte Jetzt muss man mir. nur aufpassen, ja. Jetzt, Ja, genau. das ist zweistufige Korrektur, hier hat es einer geschrieben schon, ja. So, wo man sagt, wow, hier oben ist ja jetzt ein noch größerer Punkt 2, zieht sich Genau. auf. Ein größerer Punkt 2 zieht sich noch dazu. Das heißt, hier entsteht jetzt noch also das Spannungsverhältnis hier kriegt nochmal Genau. hier drin ein neues Spannungsverhältnis, was sich aufbaut an der Stelle. Und von daher ist es umso schwieriger, je länger man fachlich dabei ist, eben nicht den dritten, den vierten und den fünften Trade in Folge noch halt mitzumachen. Und man sagt, mein Gott, und es gibt. Das finde ich dann interessant, über den Tellerrand hinausgeschaut, den einen oder anderen, der Korrekturen sehr detailliert auseinandernimmt. Das ist jetzt nicht unser Thema, nicht unser Thema. Dennoch, hier drinnen kann man auch eine gewisse Architektur, das ist jetzt nicht alles ganz, ganz wahllos rauslesen. Und es gibt viele, die sagen sich, bin auch da so ein bisschen an dem Wasser gebaut, die jetzt nicht von Haus aus hier unten, wenn sie an einem Markt traden würden, gleich das erste Signal handeln wollten, sondern wenn man gerade ein bisschen hintereinander durchschaut, die Märkte, mitunter die Märkte auch präferiert, wo die Korrektur schon bis hierher gelaufen ist. Das heißt, wir sind immer noch weit vor der 2, einverstanden. Hier unten ist die 3, einverstanden. Aber jetzt mal hier drinne Feintuning macht. Und vielleicht sehe ich da drinnen, je nach Handelslogik, das ist ein ganz anderes Thema jetzt nochmal, vielleicht schon zwei, drei Fehltrades, die hätte ich vor einer Stunde, eine Stunde wird nicht reichen, davor gehandelt, ich die kassiert hätte. Ich hätte schon Ja. zwei, drei kassiert. Und jetzt wiederum sehe ich ein neues Signal, wo ich reinspringen könnte. Ich also hätte ich es am Anfang gehandelt, vielleicht jetzt in mentale Schwierigkeiten gekommen wäre. Bei 2, 3 Minus-Trades. Das meint das eine, dass der eine oder andere sagt, dann handle ich doch von Hause aus erst im vierten Trade, sofern das der Markt oder aufgrund Genau. von mehreren Märkten So. überhaupt hergibt. Genau, ja. Voraussetzung, gell? Nicht, das kann man jetzt nicht einfach sagen, ich handle den vierten Trade, wo er weiß. Ne? Aber der eine oder andere sagt, wenn ich über die Märkte stolper, schaue ich mal, ob hier schon ein paar Fehltrades drin waren an der Stelle. So. Und dass sich hier drin in der Korrektur ein neues Spannungsverhältnis aufbaut. Und das ist dann genau das hier gewesen, was den letzten Trade ja nachher wirklich hier auch Der mit ist einer Menge Bombe, Tiefe ja, gibt. der ist richtig gut, Ne? ja. Weil du hier nochmal eine große fette 2 von einer kleinen 2 und so weiter hast. Also der Markt da so reingelaufen ist. So, die Korrekturen mitunter nochmal mit einer Lupe genau beschauen, das geht vor allen Dingen dann besonders gut, wenn ich sehr firm in meinem Regelwerk bin. In meinem Regelwerk heißt also, was immer das Regelwerk halt ist, ich sage, ich wäre hier rein und wäre raus, hier rein und wäre raus, hier rein, hier wäre raus. Das heißt, hätte ich das irgendwie gehandelt, hätte ich hier meine 1, 2, 3, 4, was sei Geier, was Minustrades kassiert, was immer halt die Lupe ist. Oder bei Trendlinien, ja, oder Fibonacci, wo du sagst, hier hätte ich nach irgendeiner Logik, wäre ich schon dreimal raus, Trendlinien und so weiter. Ist völlig nebensächlich, was es ist. Selbst wenn ich nicht architektonische Signale handle, also jetzt was mit Architektur hier zu tun hat, wie 1, 2, 3, sondern irgendwas mit Perioden. Man sagt, guck mal, hier drinnen sind anders dargestellt zwei, drei Umkehrstäbe, die schon gerissen worden sind, oder irgendein geheimes Candlestick-Muster, da weiß der Geier was, geschenkt, egal. Ah, da kam schon drei. Ah, danke, 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 lieber Mann. Jetzt gucke ich mal ins Detail rein. So, gibt es einen, der in seinem Tagebuch das ein kleines bisschen aussortiert? Frage in die Runde. Gibt es einen, Ja, der in seinem Tagebuch das genau etwas aussortiert? Der Jochen? ich gehöre dazu. Ich habe es 34K-Regel genannt. Oh, Weil der woher dritte, kommt denn vierte, das? Ach, okay. ich hab immer Eigennamen vergeben. Aber ich habe Sehr oft gut. beobachtet in Ranges, dass die dritte oder der vierte Anlauf an die Ja. jeweilige Kante, dass der zumindest mal runterknackt. Ne? Ja. Deshalb ich weiß nicht, warum ich es K nannte, hinten raus ist schon lange, aber 34K, ich glaube wegen Karabiner, Ah, 98K, und ich okay. habe es 34, habe ich es genannt, genau. Das ist die 34K-Regel. Und du sagst gerade beim dritten, vierten Anlauf, muss ich echt grinsen und sagen, ah, damals schon aufgeschrieben. Ja, wie geil ist das denn? Ja. Also, Sich was mir. mal kontrollieren. Wenn ich ein Tagebuch habe, wo einfach nur drinne steht, ich handle aus der Korrektur heraus, dann ist das ja schon mal nicht schlecht. Aber das kann Ja. man noch um viele Merkmale erweitern. Und jeder Trade muss halt eben viele, viele Merkmale bekommen. Und je länger man dabei ist, kann man jedem von diesen Trades wahnsinnig viele also Details zu seiner Biografie mitgeben. Viele, viele Merkmale. Unter anderem eben nicht nur, hallo, ich bin an der
zwei rein, über die zwei raus, sondern was kam noch dazu, was diesen Trade, obwohl optisch so ziemlich ähnlich wie der andere Trade davor, anderer Markt, andere Zeiteinheit, aber eben auch aus der Korrektur heraus, doch ganz oft, nicht ganz oft, sondern ganz zahlreich im Detail, feingliedrig halt eben unterscheidet. Unter anderem ist das ein wesentliches Merkmal. Ist das der erste, der zweite, der dritte oder der vierte aus der Korrektur heraus? Und das ist nicht die Frage, ob das mein erster, zweiter oder dritter oder vierter ist. Das ist ein Unterschied. Es kann mein erster sein und dennoch der vierte in der Korrektur. Das setzt aber voraus, dass ich eine Handelslogik habe, die ich nachvollziehbar darin zählen kann. Der Witz ist aber, Micha, dass wenn man das jetzt so als Anfänger betrachtet, man ja verzwatzelt, ne? Der Scheißmarkt will nicht. Er will nicht die ganze Zeit. So, und das passiert ja dann öfters. Und irgendwann, nur wenn du ein Tagebuch hast, erkennst du ja, Moment mal, hier findet doch ein Spannungsaufbau auf. Es ist also eigentlich gar nicht mal schlecht, dass erstmal der nicht genommen wird. Und dann erkennst du, oh, da gibt es einen kleineren, der könnte in den mittleren, der könnte jetzt in den größeren, wow, und der könnte noch ganz nach oben. Und das ist meistens halt hinten. Ne? Und ich kenne viele Händler, die warten automatisch auf das. Die machen vorher gar nichts. Die sagen, es muss so aussehen, bevor ich überhaupt etwas, sag ich mal, machen möchte. Micha, es ist 7 Uhr. Ich bin in 3 Minuten wieder da, wie immer traditionell. Ist okay? Darf ich dich kurz alles allein klar, die lassen? Pizza kommt auch in Ungarn. Die ungarische, was hat man gehabt? Salami. Die Paprika und die Salami. Paprikawurst. Die Paprikawurst. Bis gleich, okay. Gell? Ja, danke. Echt? Habt ihr einen Pizzaservice da und nicht schlecht? Na gut, Jochen, ich mache hier. Alles sicher. Gut. Das ist alles hier. Nur ich traue dem nicht. Ich habe die Fahrer gesehen, dachte, oh Gott, die kommen niemals an. Und dann geht es nur über so eine zentrale Seite. Also ich kann jetzt nicht eine Pizza direkt, aber das will ich. Ich möchte direkt die Pizza anrufen können, aber das wollen die nicht. Also da gibt's, hier gibt es noch einige Marktlücken, ohne Witz. Hier gibt es einige Marktlücken, die man noch füllen könnte. Lieferando Vor allem lässt grüßen. Na dann. So viele Deutsche, also die gerade kommen, wir die sehen uns bestellen gleich, alle. ja. Ja. Okay, bin gleich da, gell? Danke. Also hier nochmal, bau denn da Volumen auf? Naja, das ist ein Spannungsverhältnis, das mit Volumen, das kann man jetzt markttechnisch jetzt nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten, sondern ein neues, also so gesehen mogelt sich dann eine neue Trendgröße noch mit rein, an das, beziehungsweise halt dadurch, dass du noch ein, zwei Gegensignale da drin hast, ist es auch, was den Berufshandel betrifft, eine andere Art und Weise, wie da drin einfach aus der Korrektur heraus aufgebaut wird. Im Idealfall, der Idealfall, ne, aber so läuft er ja nicht. Ist das die Großwetterlage? Es kommt ein sauberer Abwärtstrend rein und jetzt im Bilderbuch der erste Aufwärtstrend und der Markt schießt hoch. Das wäre toll. Nur sieht keine, vielleicht finden wir zwei, drei Stück von solchen Korrekturen halt so aus, sondern hier unten drinne haben wir doch schon einen anderen Verlauf. Und dieser andere Verlauf ist ja das, was eben gerade aus der Korrektur heraus eben zu mehreren Fehltrades hier unten führen kann, was wiederum auch für viele Trading-Anfänger dann mental eine Hürde ist, weil sie sagen, boah, nach zwei, drei Minus-Trades höre ich auf oder. Und im Nachgang dann der Markt hochschießt. Gell? Und hier, aber das haben wir ja schon ganz oft in den anderen gesagt, aber ohne dass das jetzt unser Thema ist, dockt ja auch das Thema fachliche Unschärfe eben an, aus besagtem Grund, weil es hier oben und zu vielen Fehlsignalen kommt. Und der wesentliche Punkt für mich, für diesen Trade jetzt selber, ist aber etwas, deswegen fand ich diesen Trade sehr schön, dass man gedanklich bei sich mal mit nach Hause nehmen kann oder generell mal für die kommende Woche mal mitnehmen kann, diesen Gedanken, kann ich denn in einen laufenden Markt, den ich angenommen ab jetzt hier reingucke, jetzt gucke ich rein, jetzt, ja, das hier ist also schon gelaufen, was weiß ich, komme von der Arbeit und der DAX sieht halt so aus, ich habe ihn nicht ab hier gesehen nach da, sondern das habe ich eben nicht, sondern ich bin jetzt hier gekommen und ich sehe ihn nach da. Gelingt es mir, habe ich einen Handelsstil bereits? Und wenn ja, gelingt es mir, in diesen rückwärts mal reinzuschauen? Gab es da bereits ein paar Signale? Ja, nein, ich habe es ja jetzt ein paar Mal gesagt, ohne dass die drei unterschritten ist oder die zwei überschritten. Das heißt, die Marktphase innerhalb der Großwetterlage ist immer noch tipptopp. Und im Gegenteil, sich jetzt sogar hier drinnen neu aufzieht, noch was Schickeres, wo man jetzt erst recht bereit ist. Und dann kann es sein, dass es der erste Trade für den Trader ist. Und so möchte ich es haben. Wohingegen für mein Signal, nur ich war halt nicht davor, ist es mitunter, ich schreibe es jetzt hier hin, eigentlich der fünfte Trade. So muss man sich das vorstellen. Der fünfte Trade innerhalb des Signals, aber der erste Trade für mich als Trader. So. Kann der eine oder andere was mit dieser Grafik anfangen? Dann ist es, denke ich, einfacher. Das ist ein großes fachliches Thema, was sich hier hinten auftut. Ein großes fachliches Thema. Ich möchte, wie gesagt, nur anlesen, dass genau an der Stelle ein paar Händler, die da weit
drüber nachdenken, auch ihren Handelssystem genau an dieser Stelle unter anderem ein zusätzliches Merkmal mitgeben, dass sie ganz spezielle Marktsituationen suchen innerhalb ihrer Handelslogik, die auch als Merkmal die Abfolge, die bereits vorhandene Abfolge von Signalen hat. Deswegen fand ich diesen Trade eine ganz tolle Sache. Dann kann man sich nicht, genau. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Gibt es von eurer Seite Fragen hierzu? Also wie gesagt, das kann man ganz weit auseinandernehmen, so ein Trade, aber ich fand das jetzt hier nochmal als Thema ganz interessant, ob der eine oder andere dieses Thema hier in seinem Tagebuch in irgendeiner Art und Weise mit drin hat, beziehungsweise ob es ihm gelingt, seine Trades unter anderem auch dadurch ein Stück weit durchzumachen. Was nicht bedeutet, ich betone es nochmal, weil es hier steht, da kann man nicht die ersten beiden Fehltrades sparen, das funktioniert ja nicht. Nochmal, also ich kann nicht sagen, ich handle innerhalb dieser Großwetterlage eben nicht den ersten, den zweiten, sondern von Haus aus den vierten. Das geht nicht. Weil wer soll ich jetzt wissen, dass der vierte der ist? Es ist was anderes, wenn ich sehe, dass drei schon gelaufen sind. Weil dann gucke ich ja in die Vergangenheit rein. Das andere wäre, ich würde in die Zukunft schauen und sollte sagen, wow, diese Korrektur bedarf es jetzt vier Trades und die ersten drei, die spare ich mir. Wenn ich das könnte, wow, dann bräuchte ich nebenbei bemerkt auch kein Geldmanagement. Wenn ich weiß, dass der vierte Signal laufen wird, dann setze ich Haus hoch und wegen mir auch noch die Frau. Und alles ist schick. Also vorwärts geht's nicht, rückwärts geht's. Einverstanden? Ich weiß nicht, im Chat der eine oder andere. Wie gesagt, es sind viele Fortgeschrittene hier mit dabei. Da weiß ich, dass das klar ist. Bei dem einen oder anderen sagt, boah, ich bin jetzt raus, aber vielleicht so mal für alle Ruhe der eine oder andere, dass man da mal ein bisschen gedanklich, wo man sagt, ah, interessant, interessant, da kann man mal drauf rumdenken. Allen voran für die, betont es nochmal, die gerne in Märkten suchen. Und wenn ich suche, suche ich nach Merkmalen. Und der eine oder andere sagt, wow, das ist für mich auch ein mögliches Merkmal, das hier unten, das hier unten. So. Genau. Schöne Sache, schöner Trade. So, dann gucken wir mal. Da warten wir mal auf den Jochen kurz und dann schauen wir mal, weil der Jochen war, anders wie ich, auf der World of Trading. Letzte Woche war die. Wer war von euch mit auf der World of Trading? Frage. Gab es den einen oder anderen? Ich weiß, wie gesagt, ich war jetzt gar nicht dabei. Einige waren da, sehe ich gerade, World of Trading. Viele vielleicht auch nicht. Nicht jeder geht da hin oder war dort und hat man eine gesehen, hat man alle gesehen, Trading-Messen. Den Spruch kommt ja auch nicht von ungefähr. Aber nichtsdestotrotz, fachlich ist das sicherlich immer ganz interessant. Aus verschiedenster heraus. Und ach genau, im Internet. Einiges wurde auch gestreamt, das kann sein. Wie gesagt, ich war da völlig raus. Und mitunter ganz interessant, weil ja die Messe selber und ich warte, wie gesagt, jetzt nur auf den Jochen, dass er gleich wieder kommt, dann können wir das zum Thema machen, weil die Messe selber immer so gesehen aus zwei Sachen besteht. Das eine sind die Fachvorträge, die da in den verschiedenen Cubes, in den verschiedenen Räumen da ist. Auf der anderen Seite wiederum die eigentlichen Stände natürlich. Gell? Dann passt das. So, warten wir mal kurz auf den Jochen. World of Trading, genau. Was ist die nächste Messe, die... Ich weiß gar nicht, ob es diese Börsentage noch gibt. Das weiß ich nicht. In Deutschland ist das ja immer viel, diese Börsentage da. Ich weiß nicht, Dresden oder Sachsen oder was da irgendwie kommt. Das eine andere. Da ist der Jochen wieder. Super. Ja, genau. Sorry. Super. So, dann, Jochen, ich habe es hier nochmal schnell diesen Trade. Also ein schönes Merkmal, was ich mal interessant finde, hier mal mit dargelegt. Den Trade selber inhaltlich ist mal das eine, ja. Sondern das, worum es mir jetzt mal bei dem Trade mal geht und am anderen Gesichtspunkt in dieser Reihenfolge, weil ich das interessant fand, bei dem eingeschickten Thema dargelegt. Und gut. Jochen, World of Trading, vielleicht können wir da zwei Sachen. Da haben wir ein schönes Thema generell eigentlich, weil was wir damit mitnehmen können. Jochen, du warst auf der World of Trading. Vielleicht erstmal deinen Eindruck und dann haben wir auch schnell das Thema. Genau. An der Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die vielen Leute, die vorbeigekommen sind. Also viele habe ich noch gar nie kennengelernt, die sich auf die Webinare beziehen, die ich regelmäßig mache, insbesondere auf das heute Abend, also am Sonntagabend. An der Stelle gehen Grüße raus an den Florian, nicht der in Österreich, sondern anderer Florian. Das sind zwei Floriane, die immer dabei sind, regelmäßig. Und auch an den Pascal, ne? Viele liebe Grüße, wenn er gerade zuguckt. Ja, die World of Trading war eine sehr schöne Messe dieses Jahr, Michael. Ich muss das wirklich sagen. Obwohl wir beide ja immer sagen, hast du eine gesehen, hast du alle gesehen, wenn es um die Finanzmessen geht. Aber für mich war es halt nach 3 Jahren Pause mit echtem Publikum, mal wieder echtes Publikum vor mir zu haben, die ganzen Kontakte zu bekommen. Und das war also eine sehr, sehr schöne Messe.
Und ich muss wirklich sagen, auch das Hauptbühnenprogramm war nicht schlecht. Ich habe fast keine Zeit gehabt, da immer zuzuhören oder zuzugucken. Aber das Thema, auf was du hinaus willst, war auch auf der Hauptbühne eins. Ich glaube, mit Orkan Kuyas. Der hat da auch wegen Signal, sag ich mal, Geber oder so, kauf meine 5 besten Aktien und so. Da gab es so eine kontroverse Diskussion, ja. Weil du willst ja auf das Thema hinaus, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wenn ich etwas vorgreife, ne? Also einige Anbieter waren natürlich da, viele Broker, die klassischen Consulting-Geschichten und natürlich auch die Signalgeber, die vollautomatischen Handelsprogramme und das war auch alles da. Ja. Ja, weil ich fand das ein schönes Thema generell, weil auf der Messe, ich habe es von Hören und Sagen gekriegt, beziehungsweise selbst wenn man nicht auf der Messe war, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, Facebook und Instagram, so dieses Klassiker. Also ich selber persönlich wäre, wenn ich das Zeug aufmache, es macht mitunter fast schon gar keinen Spaß mehr, wäre zugebombt mit Ja. Anzeigen gerade von irgendwelchen Signalgebern etc. pp. Gell? Ist das okay? Nebenbei bemerkt ein Hinweis, weil mich ein paar gefragt haben. Wir selber als Markttechnik, wir werden so oft kopiert auf Facebook, wahnsinnig Ja, oft, ja. mit demselben Logo alles und da werden die Leute angeschrieben, ganz viele gerade. Wir selber schreiben da niemanden an, gell? Also Richtig, ja. wann immer ihr da in Markttechnik eine E-Mail kriegt, in Facebook, also von uns definitiv nicht eine und bumm steht unten drunter Bitcoin, aber das nur am Rande. Ja, Also ja, ja, ja. das ist Übel. irgendwie furchtbar gerade dieses, aber es geht nicht nur uns, es geht jedem da draußen so. Allen, also würde ich von allen geht es so, ja. Worauf ich jetzt hinaus möchte, wäre, was ich sehr interessant finde, das ganze Thema der Signalgeber. Ist das gut, ist das schlecht oder ist das mitunter auch hilfreich oder ist das sogar gut, wenn man diese ganzen Signalgeber da draußen gibt, einfach mal in diese Landschaft sich begibt? Das finde ich hochspannend, weil aus meiner Sicht, ist das sehr, sehr hilfreich, weil es die Lernkurve sehr hochzieht. Wollen wir nur überlegen, was ich damit meine. So, Frage generell, Signalgeber, was ist damit gemeint? Du kannst ja draußen zig Abos abonnieren in irgendeiner Art und Weise, ob kostenlos oder nicht, spielt mal gar keine Rolle, das sei jetzt mal daneben, wo einer dir sagt, geh in DAX jetzt long, geh jetzt short, geh in Krypto hier long und da short, will also heißen, dass das ganze Thema Analyse von Haus aus dir abgenommen wird und irgendjemand dann dir sagt, geh hier rein, geh hier raus. Und das kannst du für teuer Geld haben, beziehungsweise für wenig Geld, wie auch immer. Hier gibt es ein Regelwerk, das und bitte nimm es einfach. Ich persönlich nenne es Signalgeber oder was weiß ich, Trading-Abos oder ich, wie auch immer, mag eine interessante sein. Du meinst es aber nicht Frage. Copy Trading, oder? Du meinst nicht Copy Trading, sondern ein Signalgeber, der dich anschreibt und sagt, so, aufgrund des jetzt long, jetzt short und du, ne? Genau. Genau. Frage Okay. erstmal. Jeder weiß doch, was ich meine mit diesen Signalgebern. Nur mal in den Chat. Also, wo du einfach, wenn du Facebook aufmachst und bitte kauf doch bei mir und wir haben so und so viel und du kriegst 10 Trades am Tag und alles in Gewinner und so weiter. Gell? Okay. So. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Oder ist das mitunter sogar etwas, was sehr hilfreich ist? Das finde ich eine interessante Frage. Kann man damit die Lernkurve im Trading ein bisschen hochnehmen? Kriegt man damit eine Abkürzung im Trading sogar hin? Weil das macht es ja, wie hier auch einer sagt, das macht es ja alles ganz bequem, weil warum soll ich Ja. denn Yeah. rumanalysieren, wenn mir doch mein Handy auch zeigt, hier Gewinner und Quatsch, Long Short, bla bla, und ich mache das einfach. Ich kriege das Kind und nicht die Wehen. Ja? Also ich will das Ja. Kind. Wen? Also ich komme gleich zum Ergebnis und Schluss und aus, das ist doch toll. So, Frage. Nichtsdestotrotz, im Grunde es ja so ist, ob ich das jetzt abonniere oder kostenlos mache oder ich irgendwelchen Tipps etc. Einfach nur folge, kommt ja im Grunde aufs selbe hinaus. Das heißt, ob das jetzt mit Geld ist oder nicht, das streicht sich raus. Einfach nur, wenn ich von Fremdsignale kriege. Ist das gut, ist das schlecht? Ist mal das eine. Ich bin der Meinung, dass jeder damit mal mitgemacht hat und mitunter ist es auch sehr hilfreich ist, damit mal mitzumachen, weil die Lernkurve an einer ganz bestimmten Stelle sehr schnell weit rauf geht. Frage erstmal, Signale gekauft. Wer hat denn da? Wir haben eine Umfrage. Warte mal, Jochen, wie mache ich denn das? Wartet mal ganz kurz. Umfrage hier. Guck mal, wer hat denn bereits Erfahrung mit diesen Signalbildern? Guck mal hier, ich bin ja Ah, blöd, da wir haben ist sie. Jetzt sieht man Umfrage sie, ja. gemacht. Guck Okay. mal, macht mal hier schnell mit. Guck mal, wir sind hier eine Menge drauf. Mit Sicherheit hat jeder da schon mal irgendwie Erfahrung gemacht. Wenn nicht, steht es bei dem einen oder anderen vielleicht davor. Was auch immer. Wir werden es gleich sehen. Ja? So. Und was ich damit meine, ist mit der Lernkurve hochziehen, wollen wir gleich mal sehen. Ja? So. Guck mal, es sind doch eine ganze Menge, die Ja sagen, eine Menge, die Nein sagen, aber jeder weiß dennoch, was ich meine. Also in der Aufzeichnung kann man es nicht sehen, später auf YouTube, deswegen ich gebe das Ergebnis bekannt, wenn es für dich okay ist, Micha, wenn ich es sehen Genau. kann. Ja, okay. Soll ich die Umfrage beenden oder wie läuft das dann? Oder sieht Ja. die jetzt schon jeder? Nee, warte mal. Nee. Ups.
Ergebnisse freigeben. Jetzt, jawohl, wunderbar. Guck Wir mal, haben es haben nicht 40 jeder, es haben da Prozent. nur ein paar mitgemacht, aber sei es mal drum. Nichtsdestotrotz. Ja, 40% und nein, 60%. Also die Ja, Mehrheit also hat ich würde keine denen, Erfahrung. die Okay. sagen nein, mitunter schon sagen, ihr könnt es ja mal zum Spaß machen, wenngleich, Komma, Achtung, ich sage da zwei Sätze noch dazu, bevor man da jetzt einfach sage, Burger hat gesagt, Signalanbieter. Also ich will da schon zwei Sätze noch dazu sagen. Sage ich gleich mal was dazu. Sekunde, wir haben aber noch eine zweite Umfrage. Sekunde mal. Ja, Schauen wir mal, sowas. die da einhergeht. Sekunde, ganz kurz. Umfrage, Frage, warte, wie mache ich das? Umfrage 2. So, schaut noch mal. Ah, da ist sie. Fortschritt, okay. Haben Sie den klassischen Wechsel und Wechsel und Wechsel von Signalanbietern bereits durch? Weil wenn wir über Signalanbieter reden, müssen wir ja zwangsläufig nicht nur über einen reden, sondern Ja. eben auch über das Prozedere, was dahinter mal stattfindet, nämlich dieser Genau. Wechsel, dieses und da kann der eine oder andere sagen, alles klar, jetzt ungefähr habe ich etwas. Der eine oder andere sagt, ich musste nie wechseln, weil ich einen optimalen Dienstleister habe. Bei dem einen oder anderen, hier habe ich es auch schon im Chat gesehen, der weiß ungefähr schon, worauf ich hinaus möchte, gibt es nämlich einen interessanten Gedanken, der dazu führt, dass die Lernkurve im Börsenhandel sehr hoch geht, sehr schnell hoch geht. Gell? Das ist dasselbe, wie wenn ich zu Hause eben nach eigenen Regelwerken permanent suche. Signalanbieter, das ist dasselbe, wie wenn ich in YouTube jetzt gucke und sage, ist der Indikator besser wie der? Gell? Dann Ja, muss genau. mir ja auch irgendeiner das Signal geben und sagt, ja, nein, vielleicht. Gell? Aber ich finde das hier interessant, dass es da hier noch nicht so viele gab, beziehungsweise ein Großteil ist halt fortgeschritten. Von daher kann es sein, dass das Thema einfach bei denen schon Ja. durch ist. Aber ich werde mal zwei Sätze dazu sagen. Freika, so, sieht man, gell? Ich gebe es kurz bekannt, Micha, wenn es okay ist, für Ja, die, gerne. die später angucken. Also dieser Wechsel, 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 ja, haben nur 7% gestimmt, nein, haben 78%. Und muss ich nicht, ich habe einen optimalen Dienstleister, haben 8%. Und mit dem Wechsel der Anbieter gab es bei mir einen großen Lerneffekt, haben auch 8% abgestimmt. Ja. So, okay. Und jetzt, ich betone es nochmal. Wir tun mal das Thema Signalanbieter kaufen, auch gleichzeitig in den Gedanken mit einhernehmen. Ich tue in YouTube permanent gucken, was da nun für andere Regelwerke und so gibt. Gell? Das sei es jetzt mal dahergestellt. So, Freigabe beenden. Was muss ich da? Moment, jetzt habe ich hier irgendwas vergeigt. Hier muss ich rein. Okay, was muss ich Oder ergeben? hast eine weiße Seite auf deiner So, warte, Folie, jetzt ist bitte mal. wieder alles da. Jetzt, Ja. jetzt ist prima, ja. Okay, wollen wir mal ganz kurz schauen, weil es ist ja in der Tat gerade für den Trading-Anfänger, aber auch für die Fortgeschrittenen, mitunter kaum vorauszusehen, gedanklich, was das alles, diese 1000 Signale, die es da draußen gibt, ob ich die jetzt Signal 1, Signal 2, Signal 3, ist egal, ob ich das eine oder andere jetzt hier mit Dollar kaufen muss oder nicht, spielt keine Rolle, dann ist halt das andere auf YouTube. Gell? Es spielt auch keine Rolle, sondern diese große Anzahl, Entschuldige, jetzt habe ich das hier alles gerade wieder weggemacht, diese große Anzahl von Signalen, Signalanbieter 1, 2, 3 und so weiter, ich weiß nicht, wie viel wird es geben, 1000 oder 1000, sei es drum, so. Ob ich die jetzt bezahle oder nicht, geschenkt, mitbezahlen oder eben, ob das nur jetzt YouTube ist, ich habe es jetzt irgendwie weggemacht. Weil Fakt ist eins, für den Trading-Anfänger und manch Fortgeschrittener auch an der Stelle, es gibt ja auch viele von euch, ist dieser Gedanke, dieser vielen Signale, die es da draußen gibt, ja für die eigene Stilfindung im Zusammenhang mit eben diesen Themen, die wir ja auch hier permanent besprechen, das viele Fachwissen, die Disziplin, die Duplizierbarkeit und so weiter, was das bedeuten muss, überhaupt nicht absehbar für viele, gerade für den Trading-Anfänger. Warum ist es natürlich für viele nicht ganz so richtig absehbar am Anfang? Weil man das ja im Grunde ja erstmal erleben muss. Man muss erstmal erleben, was es bedeutet, dass ich mit so vielen Signalen da draußen inhaltlich konfrontiert werde. Damit muss ich ja erstmal mit dieser Konfrontation zurechtkommen. So. Und es dauert eine ganze Zeit. Und diese Zeit sollte man sich auch geben. Das finde ich ganz wichtig, weil heutzutage ist ja die Lernkurve im Börsenhandel ja besonders länger noch im Vergleich zu früher, weil ich eben mit so vielen Sachen da draußen ja konfrontiert werde. Und während ich und der Jochen dieses Webinar hier machen, Jochen,
gibt mit Sicherheit 3, 4 Trading-Webinare, die eben parallel gerade dazu stehen. Ja, klar. Ja, logisch. Ja, klar. Also ich wäre ja mit einer Menge konfrontiert. So. Und jetzt muss man nur mal schauen. Und natürlich gibt es da draußen, wir hatten es auch schon mal, das ein oder andere. Und so sicherlich auch wieder bei dieser World of Trading und bei jeder, die da kommt. Es gibt ein paar von den Regeln, die sind ganz toll. Es gibt ein paar, die sind wirklich toll. Grottenschlecht. Es gibt welche, die sind saudumm. Es gibt welche, die sind genial. Alles, was da so inhaltlich halt sein kann. Das darf alles so. Aber wenn wir alle diese Handelsfrequenzen, alle diese Handelslogiken, was immer die hier sind, mitbezahlt oder ohne bezahlt, wenn wir sie inhaltlich auseinanderlegen, wenn wir sie inhaltlich auseinanderlegen und zitieren, dann bleibt was am Ende übrig? Mal abgesehen, dass sie aus verschiedenen Trendgrößen sind, auf verschiedenen Frequenzen handeln, also mal mehr, mal weniger, bleibt aber im Grunde immer das ein und dasselbe übrig. Ich brauche viel Geduld. Und mitunter brauche ich das Thema der Beständigkeit. So. Und jetzt müssen wir nur mal überlegen, das finde ich das Hochinteressante, dass diese zwei Fragen, die Frage nach Geduld, die Frage nach Beständigkeit, was ich hier mit der Maus immer so schlecht nur so herschreiben kann, du etwas könntest auch ist, Text, was ja so Text viele hundert Jahre, seitdem es den Börsenhandel gibt, hier gleich ist, wohingegen hier oben jeden Tag 5 neue noch dazukommen. Und es ist okay. So, und es ist okay. So. Was hat das jetzt alles mit dem Ganzen zu tun? Weil man darf ja eins nicht vergessen. Derjenige, der hier etwas anbietet, das muss fachlich überhaupt nicht falsch sein. Im Gegenteil, das kann wirklich auf höchstem Niveau sein und auch inhaltlich gut und auch marketingtechnisch. Aber dennoch verschweigt man ja oftmals hier etwas ein. Was wird hier unten mitunter verschwiegen? Auch mitunter in manch Vorträgen, auch mitunter in manch Webseiten, wo du Sachen kaufen kannst oder wo ich einen, weiß ich nicht, irgendeinen Indikator, einen neuen mir runterziehen kann und so weiter. So, ein paar Sachen werden ja verschwiegen. So, was könnte das sein, was meistens verschwiegen wird? Was wird da, dass es keine Garantie gibt? Einverstanden? Was wird verschwiegen? Nicht immer, aber bei oftmals wird es verschwiegen. Und nicht, weil die Leute doof sind, dass sie es verschweigen, sondern das ist ja genau das Problem. Hm. Risiko, Drawdown schreiben Sie im Chat, die Herleitung, zusätzliche Kosten, eventuell ein wichtiger Filterkomponente. Na, das wird verschwiegen. Und ja, der Trading-Anfänger fordert ein, dass bei all diesen Schwierigkeiten, die es gibt, Geduld und Beständigkeit und den ganzen Kram, es dennoch möglich sein muss, eine Handelslogik doch auf 1, 2 Folien einfach zusammenzudampfen, mitunter auf einem halben Bierdeckel. Das muss doch möglich sein. Und ja, es ist ja möglich. Na klar, kannst du eine Handelslogik zusammendampfen auf eine Folie. Überhaupt kein Problem. Aber dennoch darfst du ja eins nicht machen. In dem Moment, wo eine Handelslogik, egal was es für eine Logik ist, egal was es für eine Logik ist, in dem Moment, wo sie wohl durchdacht ist, ist sie doch aber immer ein Verhältnis, stellt sie doch dar. Du hast hier ein Signal, was immer das Signal ist, ob es gekauft hast oder was. Und hier gibt es den Trader. Ja. Und was wird verschwiegen, dass hier zwischendrin, ob man will oder nicht will, eben es eben nur ein Signal ist. Hallo, kaufe. Hallo, verkaufe. Hallo, hier bin ich. Hallo, jetzt bin ich nicht mehr da. Hallo, ich bin ein Trend. Hallo, ich jetzt nicht mehr. Hallo, kaufe jetzt. Hallo, ich bin das Candlestick-Muster. Und dieses Signal ist eben nur ein Signal. Das, was aber den Börsenhandel ausmacht, ist hier doch die Verbindung. Und diese Verbindung ist doch, dass ein Trader mit einer Handelslogik, egal welche es ist, gekauft, YouTube, scheißegal, ein Verhältnis eingeht. So, und was wird denn bei diesem Verhältnis mitunter eben nicht oder oftmals nicht so richtig hinten bekannt gegeben, beziehungsweise oft verschwiegen in manch schön gemachten Anzeigen? So. Die Verluste, die dazugehören, oder? Hm? Die Verluste, die dazugehören, dass es Signale gibt, die nach hinten losgehen, was der Anfänger ja nicht haben will. Deswegen will er ja Signale verdienen. Genau. Und dieses Verhältnis ist doch nichts anderes wie ganz normal das Menschliche. Ich schreibe mal hier etwas hin, der eine oder andere möchte das nicht hören, aber ich schreibe es dennoch hin, ich nenne es mal Treue. So, Treue. Auch da, ja, genau. So, Treue. Was ist mit Treue gemeint? Und da rede ich jetzt nicht von den Dollars oder und den Punkten, die das einzelne Signal macht. Damit meine ich nicht die Treue, dass man treu immer beständig Gewinne oder Verluste macht, sondern es ist was anderes, was treu ist. Was ist denn treu? Was ist denn treu? Das Signal, hier schreibt es der Florian. Der Florian schreibt es. Etwas, was treu ist, und das muss man mal überlegen. Und dafür macht ja eine gigantische Welt sich auf. Und die wird mitunter halt nicht beschrieben. Eine gigantisch große, eine riesengroße Tür, die man inhaltlich durchdenken muss.
Wenn ich etwas signaltechnisch kaufe, abonniere, mach scheißegal, irgendwas YouTube oder ich klicke irgendwas in meinem Handelsprogramm und sage, bitte du jetzt zu mir und gib mir meine Signale, dann kommt das Signal. Okay, aber ich bin auch da. Beides zusammen ist ein Verhältnis und das wiederum bezieht sich auf eine gewisse Treue. Und diese Treue gibt wer erstmal vor? Das Signal. Das Signal hat nämlich ein gewisses Verhältnis zu dir, nämlich dass es in der Gestalt treu ist, dass es egal wie immer, immer, immer ist. Die pure Existenz einer Signalabfolge ist das, was ich mir reinziehe, ist das, was ich kaufe, ist das, was ich abonniere, das ist das, was ich in irgendeiner Art und Weise von einem Dritten übernehme. Die Existenz einer Folge, und das muss man mal zu Ende denken. Und das ist hochspannend zu Ende zu denken, weil ich kann mich als Trader, wenn ich ein Signal, wo immer ich es hernehme, nehme, darauf verlassen, dass das Signal, wenn es kam, darauf ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes kommt. Ich kann mich bei einer Logik, was immer es ist, auf den kleinen Durchschnitt oder irgendwas Kompliziertes, den MACD oder was, oder Umkehrschluss, ist doch scheiße. Wir können tausende von Dingern nehmen. Einfache, jetzt benannte, ganz komplizierte. Es wird auf ein Signal immer ein weiteres kommen. Und was ist jetzt die Schwierigkeit? Ob diese Handelslogik, ob sie jetzt nun, wie gesagt, einfach oder genial ist, ob dumm oder durchdacht, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist ja immer so, dass sie dem Trader treu bleibt. Soweit einverstanden. Nur da ist ja jetzt der große Unterschied zum Alltag. Weil die Treue im Alltag, ja, was passiert da? Was passiert da? Die Qualität eines Signals erkennen. Wir haben ein festgelegtes Signal und wir haben jederzeit einen Trader, der damit eine Verbindung hat. Die Treue des Signals bleibt immer beständig. Wer wiederum tut es einseitig kündigen? Der Trader. Wer kann diese Treue aufkündigen? Der Trader. Der Händler, der Trader, der kann das hier einseitig aufkündigen. Und jetzt haben wir ja ein Riesenproblem. Jetzt haben wir doch ein Riesenproblem. Nämlich, dass die Treue zu einem Handelssignal hier drin, das ist doch kein leerer Wahn. Ich bin einem Handelssignal treu. Warum ist das kein leerer Wahn? Das ist ja nicht irgendetwas. So, und ob das Signal jetzt technische Analyse, Markttechnik, oder weiß der Geier was ist, es spielt ja überhaupt keine Rolle. Fakt ist eins, wie sehe ich denn meine Beziehung zu dem Signal? Und wir hatten es schon mal in irgendeinem Webinar gehabt, hier gibt es ja diese verschiedenen Abstufungen. Und wenn ich ein Signal kaufe, beziehungsweise wenn einer da werbetechnisch rumgeht oder ich mir das irgendwie aus YouTube rausziehe oder weiß der Geier, müsste ich eigentlich erstmal fragen, was mache ich jetzt eigentlich mit dem? Möchte ich mit dieser freundschaftlichen Beziehung, die ich mit dieses, das Verhältnis, mit was ich dieses Signal jetzt eingehe, wie möchte ich denn das haben? In welcher Abstufung? Soll das eine Beziehung auf Leben sein, also im Sinne wie so eine Ehe, oder soll das doch vielleicht eher die schwächste Form sein, nämlich nur eine positiv empfundene Bekanntschaft? So, und bei den meisten steht das, wenn du etwas kaufst oder wenn du etwas reinziehst, ja überhaupt nicht dahinter, wie eng deine Beziehung sein soll. Und jetzt tut der Trader einseitig das jedes Mal aufkündigen. So, und dann ist es in der Regel die schwächste Form, die der Trader mit diesem Handelssignal eingehen möchte. Nämlich nur mal so eine ganz gewisse Bekanntschaft. Im Zweifelsfall tut er sich sogar welches Recht ausnehmen, dass er dem Folgesignal, warum auch immer, dass er dem einzelnen Trade generell erstmal mitunter gar nicht nachvollziehen kann, warum es Plus und Minus gemacht hat. Das heißt, genau. Also die Beziehung selber ist schon mal gar nicht inhaltlich sehr tief. Das ist mal das eine. Und beim nächsten Signal wiederum sagt er, ich bin ganz weit weg von irgendwelcher Kennerschaft, weil ich der Meinung bin, andere Vorzüge im Chart zu erkennen, die sich mir wiederum das Recht rausgeben, diese Freundschaft mal für einen Trade aufzukündigen. Diesen einen Trade lasse ich aus. Diesen einen Trade lasse ich aus. So, und genau das ist die Frage. Und jetzt muss man sich immer mal wieder horchen. Was ist es? Habe ich nur diese Sympathie zu einem Signal? Habe ich nur so eine Bekanntschaft mit einem Signal? Oder ist es wirklich der Freund fürs Leben? Frage mal in die Runde im Chat. Was ist das mit eurem Signal, was ihr habt? Wenn ihr es in verschiedenen Abstufungen eure Verhältnis zu einem Regelwerk momentan einschätzen möchtet. Ist es wirklich der Freund fürs Leben oder ist es etwas, wo ihr sagt, in einer abgeschwächten Form und da wiederum eben, naja, eben sowas Unwegbares oder. Frage mal in den Chat, denkt mal drüber nach, was es ist. So, der Freund fürs Leben,
ich weiß nicht, jeder von euch hat so einen Freund, so einen ganz, ganz engen Freund, der, selbst wenn man sich einige Wochen nicht sieht, dennoch was macht. Es tut der Freundschaft nichts Abtrünniges. Das heißt wiederum, ein paar längere Trennungsphasen spielen keine Rolle. Das heißt Richtig, also, ja. selbst wenn ich über einen längeren Zeitraum hinweg, weil das Signal nicht kommt, keines sehe, ist das nicht schlimm. Das ist der Freund fürs Leben. Ich überlebe auch Trennungsphasen, ohne dass ich da drinne fremdgehe. So, und jetzt müsste man ja eigentlich mal fragen, und das ist es jetzt eigentlich auf den Punkt gebracht, man müsste bei einem Kauf eines Signals auch im Grunde unterscheiden preislich, was ich mache. Ist das nur eine kurze Bekanntschaft? Du willst einfach nur mal ein, zwei Signale machen, kein Problem. Und wenn du das als Freund fürs Leben nimmst, mit all den Sachen, du die Freundschaft also nie aufkündigen wirst, und wenn es länger mal kein Signal gibt, du jetzt auch nicht jetzt hier ins Verderben rennst, beziehungsweise dich gleich nach was anderem umdrehst, dann zahlst du halt 3 Euro mehr. Wie sieht es da aus? Jochen, ich sehe den Chat nicht. Gab es da einige, die was reingeschrieben haben? Ja, also ich sag so, über diese Freundschaftsform haben einige was geschrieben, dann die Sabine Okay. schreibt gerade, dann bin ich mir selbst gerade mir mein eigener Signalgeber. Ich habe es auch immer so gesehen, weil ich eben nach hinten raus eben gesagt habe, ja gut, wenn die mir Signale geben, dann sollen sie mir auch bitte sagen, wie ich meinen Stopp zu führen habe. Wann steige ich denn Richtig. aus? Oder kriege ich auch ein Gegensignal? Wenn es nicht mehr gültig ist, machen die das alle. Und in der Regel machen sie es nicht. Oder ich würde Signale akzeptieren, von dir jetzt zum Beispiel, Micha, weil ich genau Aber auch wüsste. wenn man sich selber Signale macht, gell? Ja. Auch wenn du hier sagst, die sind doch keine externen, das sind meine eigenen. Du hast Ja. deine eigene Regelwerk kreiert. Auch da hast du ein Regelwerk und hier stehst du. Was immer deine, auch wenn es deine Gedanken sind, dennoch musst du fragen, welches Verhältnis habe ich zu Ja, genau. meinen Gedanken? Und das ist ja Ist es dann, nur wenn eine du. kurze Bekanntschaft? Ah, ich mach's mal, mach es nicht. Oder. Weil wir dürfen ja nicht vergessen. Oder Jochen, entschuldige, ich habe dich Nein, nein, unterbrochen. nein, gar nicht, gar nicht. Ist halt so, ich will die Frau fürs Leben, jetzt mal ganz altmodisch gesagt. Und spring ständig neben raus. Das ist ungefähr, wenn ich dann Trades mache, wo es keine Signallage gibt. Deswegen ist ja der Ärger so da, wenn man handelt ohne die Signallage. In der Zwischenzeit, bei mir ist das so, ja. Also ich will nur noch eine bestimmte Signallage handeln, weil ich sie verstehe, weil ich begreife, warum sie so gut ist, weil ich checke, wie kann ich mein Risiko managen in dem Moment. Und somit möchte ich dem sehr treu bleiben. Ja. In meinen Webinaren schaffe ich es nicht immer, weil ich unter Druck stehe, weil ich denke, ich muss einen Trade machen. So lächerlich Und das wenn wir klingt es nach jetzt all der so Zeit. machen wie hier mit der Ehe, stell dir Ja? vor, du tust heiraten. Ich selber bin jetzt, Jochen, du bist auch nicht verheiratet. Ich Nein, bin auch noch nicht bloß geplagt nicht. worden. Also ich bin ja auch nicht, ge Nein. auch nicht verheiratet. Aber egal. Aber wenn ich jetzt angenommen, wer ist von euch verheiratet? Frage in die Runde. Okay, der eine andere sagt, das kann ich jetzt nicht antworten, aber doch ein paar sind es mit Sicherheit. Aber Ja, doch, doch, ein klar. anderer dennoch, ist ja klar. Aber stell dir mal vor, du würdest der Ehe selber übel nehmen, der Treue, die die Ehe Ja. ja beinhaltet, dass diese wiederum ja eben ein Hindernis sind auf einem Weg zu all den anderen Frauen, denen du zu erfreuen dich berechtigt fühlst. Oh, was für große Worte. Nochmal, nichts anderes ist das ja. Wenn ich der Ehe selbst es übel nehme, dass sie wiederum auf irgendeine Art und Weise ein Hindernis sind auf dem Weg zu all den anderen Frauen, diese ich zu nehmen mich berechtigt fühle, dann habe ich ein Problem. Und genau das macht doch der Börsenhandel. Mein Verhältnis, was ich kaufe, das Signal, was ich kaufe, das Signal, was ich auf YouTube mir irgendwo zurechtmache, meine eigenen Gedanken, die ich in ein Regelwerk kreiere, hat doch davon, jetzt ist das das eine, jetzt ist die Frage, wie eng ist diese Bindung? Wie eng ist diese Bindung? Wie eng möchte ich sie haben? Weil, und das ist die Lernkurve aus meiner Sicht, dass man damit unterwechseln kann oder oft sollte mitunter mal, weil ich nämlich dann ganz schnell feststelle, dass der Idee der Beständigkeit, so simpel wie sie klingt, so simpel wie die Idee der Beständigkeit klingt, keiner kann es mehr hören. Und dennoch ist das das größte Problem ja im Börsenhandel. Ja, ist es Weil ja. ich ja, obwohl ich gedanklich dann die danach folgende Ausgeglichenheit, ich bin beständig und allabendlicher Frieden und alles ist toll, im Grunde ja liebe, nehme es doch aber zeitgleich der Beständigkeit übel, dass sie immer eben ein Hindernis ist, statt dieses Signal nun eben noch die 11 anderen zu nehmen, deren Vielzahl von Trades, die ich jetzt eben nicht mache, ich mich aber zu erfreuen berechtigt fühle. Und genau das ist das Problem. Und genau das ist etwas, warum es auch lange, lange Zeit braucht, aus meiner Sicht, um die Anwendung eines beständigen Handels überhaupt im Kopf erstmal innerlich zu, was das überhaupt heißt, ein beständiger Börsenhandel.
So, weil nämlich, wenn ich beständig bin, das ist wie mit der Ehe mit einer Frau. Wenn ich eine Frau habe, dann ist die Suche vorbei. Ja. Dann ist die Suche vorbei. Einfach einmal. So, einfach einmal. So, ohne aber, dass ja die Lust an einer Frau in irgendeiner Art und Weise im geringsten beschnitten ist. Und wenn ich mit einem Signal jetzt hier einmal die Freundschaft eingehe für alle Ewigkeit und es ist der Freund fürs Leben, dann wiederum ist es ja auch so, dass die innere Suche nach Regelwerken, jetzt ist die vorbei. Wenn ich Genau. wirklich sage, das ist jetzt das Regelwerk, dann muss ich sofort aufhören zu suchen. So, ohne dass ich zwangsläufig der Lust am Trading in diesem schnellen Rein-Raus halt beschnitten worden bin. So, und dann heißt das, dass ich eben nicht mehr ständig Marktkontrolle habe. Ich habe ein Regelwerk. Will ich das? Genau. Will Du ich guckst denn das überhaupt? auch keine Inwiefern? anderen Webinare, du kaufst auch keine Bücher Eben. mehr und so Will weiter und so ich fort, ja. genauso? Will ich das? Das heißt, ich brauche keine sekündlichen Trade-Entscheidungen mehr. Genau. Will ich denn das? Ey, Moment, ich will ein Signal kaufen, aber dennoch möchte ich gucken, was ich jetzt hier noch so machen kann. Also Moment, jetzt sind wir noch ganz weit weg von Beständigkeit. Aber ich möchte dennoch gucken, wo der Markt und so weiter. Moment, das Signal kommt oder das ist nicht da. Genau, Ich genau. möchte aber gerade einen verlorenen Minustrade, den möchte ich jetzt rächen. Und ich sage, nein, du hast einen Freund fürs Leben. Wenn kein Signal kommt, kommt kein Signal. Aber ich will das jetzt rechnen. Ich sage, nein, Moment, das ist was anderes. Das geht gerade nicht. So, ich möchte auch Aktionismus, also diese aktionsgeladenen Trades, ich möchte die spüren. Ich möchte Märkte, Ja, genau. sämtliche Marktphasen kutschieren. Ich möchte das haben. So, und ich möchte die ganzen Notoperationen, die daraus Folge sind, auch noch irgendwie vornehmen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. All das geht ja nicht mehr. Genau. Das Thema Beständigkeit zu erreichen ist mal das eine. Die Frage ist, was gebe ich dafür auf? Und ich glaube, man braucht lange, um bereit sein zu sein, dass diese Aufgabe von all diesen anderen Punkten hinten dran. Das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Und ich glaube, dass man überhaupt mit dieser Frage konfrontiert wird, ist ein Danke diesen vielen Signalgebern da draußen, dass sie eben all diese Sachen ja im Grunde hinten dran überhaupt nicht erklären. Oder das sind große Richtig. Themen, ich tue das jetzt nur anschneiden. Aber ich finde, dadurch, dass es immer mehr werden, tagtäglich kommen da ja ewig viele noch dazu, was den Trader hier reinreißt in den nächsten wiederum, also die haben ja eine hohe Fluktuation, gell? Die pendeln ja die Trader von da nach da nach da und dann hüpft man irgendwann mal raus, eines Morgens, eines Nachts, und da sagst du, was mache ich hier eigentlich? Und jetzt stellt man fest, all die Sachen, was ich jetzt nur mal grob angerissen habe, kann man ganz weit machen. So, das heißt, diese permanente Suche nach neuen Regelwerken, was versteckt sich eigentlich dahinter? Und dieses permanent dahinter ist eigentlich, möchte ich denn wirklich diese Freundschaft fürs Leben? Möchte ich denn wirklich so ein inniges Verhältnis? Weil, wenn ich es habe, heißt das, dass ich viele andere Sachen nicht mehr machen kann. Und solange wie ich aber beides machen möchte, funktioniert das halt nicht. Und dann ist man eben in dieser noch nicht fortgeschrittenen, in der Anfängerphase, deren unter anderem dies ein Merkmal ist. Und das war wichtig. Das war wichtig. Also auch gerade auf der World of Trading viele Gespräche geführt, wo ich ja immer wieder gemerkt habe, die Leute springen ständig vom einen zum nächsten. Jetzt hat es vielleicht ist weniger mit Signalgeber zu tun, aber dieses Springen, Micha, ne? Der Witz ist, je länger jemand dabei ist, desto größer wird der Wunsch, dass er es nicht mehr muss. Er will einfach Ja. ankommen, ja. Also ähnlich dann doch wie mit Frauen und Männern und Ehe und zur Ruhe kommen und die Pflegejahre und so weiter und so fort. Das ist mir aufgefallen. Aber ich glaube nochmal, das ist gar nicht die Schuld der Signalgeber, sondern es ist die Erwartungshaltung derer, Richtig. die die Also Signale die haben wollen. Ne? Signalgeber Ja. selber aus meiner Sicht, Ja, ich sage, genau, geben mir noch 100 mehr. Die gehen mir zwar permanent auf, ja. weil sie mich hier in Social Media immer nur Facebook, diese Anzahl, aber die kann man ja wegklicken. Aber im Grunde ist es schon okay, weil aus meiner Sicht ist das, was sie eben verschweigen, das, was die Lernkurve eines Händlers hochbringt. So Ja. gesehen bin ich jetzt keiner, der sagt, die müssen wir alle verteufeln und machen und Nee, nee, tun. Das nee. sind ja echt geniale Sachen. Und dennoch, egal wie genial sie sind, sie werden dazu führen, dass du 5 Trades machst und danach hörst du auf. Genauso, dass du dann im YouTube halt eben nichts kaufst. Du siehst irgendwas, du machst 5 Stück davon und hörst auf. Du machst dann 5 Stück und hörst auf. So. Und die Frage, die im Hintergrund sich Stück für Stück durch den permanenten Wechsel immer deutlicher skizziert. Und dieser permanente Wechsel, der tut das halt eben umso schneller vielleicht hervorbringen, ist halt, wie gesagt, die Frage freundschaftliche Beziehung. Wie sehr möchte ich den Grad meiner Beziehung zum Signal abgestuft wissen? Wie sehr Weißt möchte du? ich den Grad zu meinem abgestuft wissen? Und wie sehr möchte ich, weil ich die Abstufung gerne etwas leichter nehme, ich will sie nicht so eng nehmen, weil ich das andere ja auch noch machen möchte.
Naja, und so. Und ich glaube, das wäre eine schöne Sache für Montagmorgen und für die ganze Woche, die jetzt kommt, dass man mal überlegt mit seinem Regelwerk, was immer man macht. Wie gesagt, selbst wenn es die eigenen Gedanken sind, ich kann auch das Verhältnis zu meinen eigenen Gedanken abstufen. Ist das die Hochzeit auf die Ewigkeit? Oder sage ich, naja, im Einzelfall mogel ich mich doch herum, Komma, weil. Und dieses Ja, Weil genau. ist hinten wichtig. Und genau dieses Weil, das ist etwas, wo man sagt, wow, da kann man Blätter mit toll zuschreiben. Und dieses immer Weil, was immer mehr kommt, das ist nichts anderes, was anders formuliert die Schwierigkeit des beständigen Börsenhandels ist, der so simpel klingt, aber eben doch so hochkompliziert ist. Also nicht kompliziert, also so schwierig im geistigen Durchdringen erstmal ist, was es überhaupt heißt, beständig zu sein. Ja, ich mache sauber Drehs. Naja, da kann man noch ein paar Sätze mehr dazu machen. Ja, aber es ist ja generell, ich merke das ja auch bei den Gesprächen auf der World of Trading, du hast Leute, die sind ganz neu dabei. Und ich hatte auch ein Gespräch, wo jemand eben gedacht hat, du bist Multimillionär und du gibst Tag und Nacht Gas und es geht ums ganz große Geld. Und ich sage zu dem, ich fahre einen alten, verrosteten Daimler. Ich bin kein Multimillionär, lass mich hier bloß in Ruhe mit den großen, sag ich mal, Risiken. Er hat nicht verstanden, warum ich so rede. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und ich begreife, warum der junge Mann es nicht verstanden hat, weil er noch nicht im Feuer stand mit seinem eigenen Geld. Und so ist es auch mit den großen Worten. Beständigkeit, was heißt das? Viele höflicherweise nicken ab und sagen, ja, macht ja Sinn. Nur der Punkt ist, nach ein paar Jahren sitzt du ja vor dem Rechner und hast einen Wunsch. Also so ging es mir, das einen Wunsch. Dass nur noch du auf die Maus klickst, wenn das und das da ist und vorher nicht. Und der Wunsch, dass du das durchhältst, darauf zu warten. Also das hat mich lang bewegt. Und das ist ja ein Teil dessen, was wir gerade besprechen. Dass du eben sagst, ich habe mein Signal, ich vertraue dem Ding, das musst du erstmal lernen, dass du ihm vertrauen kannst, ich warte auf es. Und wenn es dann da ist, kann ich auch wirklich neu einsteigen, wieder einsteigen. Ich habe alles da, was ich brauche, um jetzt, sag ich mal, guten Gewissens arbeiten zu können. Ja? Und alles andere willst du nicht mehr. Freiwillig, ganz freiwillig, ja. Diese Sache, das ist wie gesagt zweigeteilt, genau so ist es. Ich möchte nur dieses handeln und wenn es nicht kommt, diese Trennungsphase, ich kann nicht permanent handeln, es dauert, gell? Spätestens wenn ich eine Großwetterlage drin habe und nicht diversifikativ handel, parallel noch andere Märkte, spätestens dann ist mir ja klar, das kann das mal ganz schnell lange dauern, was weiß ich, auf Tagesbasis, da handle ich, keine Ahnung, zu Weihnachten wieder, auf dem Tickchart, dann dauert es ein paar Stunden, aber dann ist auch wieder alles okay. Kann ich Trennungsphasen aushalten? Kann ich das? Oder gucke ich mir zu mehr die anderen Mädels hier gerade an, um wieder in dem Bild der Ehe zu bleiben? Da bleibe ich dem Thema der Frau oder wie auch immer, dem Partner, jetzt sind auch Mädels mit dabei, bleibe ich dem Thema treu. Und diese Treue, das ist die Frage. Und die Treue kann man abstufen mit diesem Verhältnis. Und das finde ich wirklich eine sehr schöne Sache. Und es wird halt so, dass dieses Verhältnis zu einem Signal nach oben erstmal ganz grob, aber über die Zeit hinweg wird es immer intensiver. Bis dahin, wo man sagt, wow, nur noch dieses, nur noch das, mit allen Konsequenzen. Und ja, diese genau. Konsequenzen sind eine ganze Menge, diese Konsequenzen aufzuschreiben, diese Konsequenzen mal zu durchdenken. Was wäre denn, wenn ich beständig handeln würde? Was wäre denn das, was ich aufgeben würde? Das ist spannend. Was gebe ich auf, wenn ich verheiratet bin? Was gebe ich auf, wenn ich mit einem Signal die Hochzeit auf die Ewigkeit bin? So, und dieses Mal, das finde ich eine interessante Sache, einfach mal mitmachen. Das ist das, was eben auf einem, jetzt immer wieder, und da schließt sich der Kreis, bei Trading-Messen generell eigentlich nicht bekannt gegeben wird, was völlig logisch ist, das ist kein Mango, das ist das Normalste auf der Welt. Wenn ich eine Trading-Messe machen würde, würde ich das jetzt auch nicht so. Ich hatte eine oder andere nach den IB-Days gefragt, die würden wir lieben gerne durchführen, nur kriegen wir momentan keinerlei, die Uni kriegen wir nicht hin, wir brauchen diese Räumlichkeiten halt. Das haben wir immer mit der Uni Frankfurt gemacht. Der eine oder andere, der länger dabei sind jetzt hier, die kennen die IB-Days von uns noch. Die haben wir, wie viel Mal gemacht, Jochen? Fünfmal, sechsmal? Sechsmal, glaube ich. Sechsmal, ja. Siebenmal, ja, irgendwie riesengroß über mehrere Tage, stellenweise eine ganze Woche. Auf. War eine geile Geschichte, Michael. Ich vermisse die auch, ich muss es echt sagen, ja. Ja, und gut, und da hast du auch viele, die natürlich ein Handelssignal bringen. Aber ja, im Wesentlichen müsste die erste Folie sein bei einer Handelsregel. Was immer ich dir jetzt in der zweiten Folie präsentiere, bist du bereit, dass du darauf jetzt verzichtest. Und jetzt müssten ganz, ganz viele Punkte kommen. Und wahrscheinlich würden beim fünften Punkt schon die meisten dann aufhören und sagen, ja, dafür bin ich nicht bereit. Und dann brauchen wir die zweite Folie nicht zeigen, worum es im Einzelnen geht. Klasse. Also das mal ganz kurz dazu. Überprüf das mal, da würde ich mich freuen, vielleicht für die kommenden Wochen, Jochen und ich, bis zum nächsten Seminar. Wie tief ist da eure
Verhältnis zu einem Signal? Und warum ist es möglicherweise nicht ganz so tief? Und was wäre die Folge, wenn es tiefer wäre, was ich aufgeben würde? Das sind zwei interessante Fragen. Das macht Spaß. Und dann kommt man auf eine ganze Menge interessante Gedanken, die ich jetzt hier nicht alle mit, haben wir nicht die Zeit, aber zumindest können wir ja mal in die Richtung denken. So, genau. Jochen. Ja, nehme ich ein geiles Thema. Auch wenn viele Leute denken, man redet zu viel drumherum. Nö. Aber das finde ich nicht, sondern da steckt ja wirklich einiges drin. Das Interessante ist, wenn man sich als Trader, wenn ich an meine Anfänge denke, du triffst ja irgendwann auch professionelle Händler, auch jetzt private, ne? Die ja mehrere Jahre auf dem Buckel haben. Und du merkst ja, dass die auf eine ganz andere Art und Weise im Markt unterwegs sind. Und meistens sind sie relativ passiv oder die meiste Zeit gar nicht mehr aktiv, während du ja als, wie sagt man, als Fohlen durch die Gegend galoppierst und eben versuchst, alles Mögliche zu machen. Und das ist nichts Schlimmes, sondern was sehr, sehr Interessantes. Ich finde es geil, dass wir es ansprechen, wie denn diese Verhaltensweisen von erfahrenen Tradern zustande kommen. Wie kommt es denn zustande, dass einer sagt, du, ja, verdoppel du ruhig mal dein Konto in einer Woche, ich verzichte freiwillig drauf. Woher kommt das? Weil der Altgediente eine Lusche ist oder weil er weiß, worüber er redet? Und das sind ja alles so Geschichten, deswegen finde ich es super. An der Stelle möchte ich noch eines sagen, ein paar Leute haben sich zu Recht beschwert, bei dieser World of Trading, dass die Seminarräume, die ich hatte, zu klein waren und dass die Leute nicht reinkamen, muss kurz dazu sagen, das ist Sache der World of Trading, Leute, ich habe da überhaupt keinen Einfluss drauf, ja. Welches Zimmer ich da bekomme oder wie die es halten mit Reservierungen, da kann ich wirklich nichts dafür. Bitte nicht gegen mich jetzt böse sein, sondern das ist die World of Trading gewesen. Das wollte ich noch sagen am Schluss, Micha, und gebe an dich zurück und bedanke mich an der Stelle auch sehr, ja. So, oh, an der Stelle, genau. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Genau. So, genau, in 14 Tagen wieder, Jochen. Und, ja. Ja, können wir jetzt dazu. Achso, natürlich, die Aufzeichnungen sind dann, keine Ahnung, auf YouTube von auf WHZ YouTube, genau. Zu finden, gell? Ja. Nicht bei mir, nicht beim Jochen. Ich habe gar nicht einen YouTube-Kanal. Jochen, hast du einen? Ich habe einen, aber seit 6 Jahren kein Video mehr hochgeladen. Ja. Ist ja, auch nicht genau. Monetarisiert. Also gut, da haben wir das. Ein bisschen drauf rumdenken, ein paar Sachen. Und allen anderen eine schöne Zeit. Achso, eine Frage mal noch für die. Das war mir wichtig, steht hier auf dem Zettel. Kam denn bei euch eine, das soll ich von WHZ fragen, kam denn eine E-Mail, ein Reminder Erinnerungs-E-Mail. Im Webinar, eine Erinnerungsmail bei euch an? Ja, ah ja. Ah, okay, kam an. Sehr schön. Okay. Weil die haben da irgendwas wunderbar umgestellt, weil das nämlich ewig nicht ging und jetzt geht's. Okay, da ist ja alles toll. Also ich hatte keine, aber das macht nichts. Ich logge mich ja anders ein, sie haben alle eine bekommen. Super. Perfekt, okay. Dann geht's ja. Okay, dann haben Lasse. Wir das. Also euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Nächste Woche mit Sicherheit eine Menge Volatilität im Markt, die Nachrichten und alles, was da drumherum ist und auch wie die Marktphasen gerade sind. Lassen das mit Sicherheit nicht prognostizieren und nicht vorhersagen, sondern die Marktphasen, wie sie stehen, da ist das einfach gerade Gott gegeben, dass wir dann eine Menge Trubel im Markt haben. Jochen, wir hören uns sowieso. Jawohl. Danke, Michael. Ja. Tschüss miteinander. Dankeschön. Tschüss. Ciao.